kommen Sie mit dem Missionswerk Karlsruhe ins Heilige Land. Die 10-tägige Rundreise führt uns auf die Spuren Jesu. Erleben Sie die Orte der Bibel durch die jahrelange Erfahrung von Daniel und Isolde Müller mit einer neuen Perspektive. Ansprechende Hotels, erfahrene Reiseleiter, ein ausgewogenes Programm und die geistlichen Impulse machen diese Reise zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Alle Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf missionswerk.de/reisen. Es ist schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Es ist wirklich toll, euch alle hier zu sehen, hier heute Nachmittag in unserem Israel-Tag. Und es ist mir wirklich eine Riesenfreude, hier zu sein, ja, und euch einfach ganz, ganz viele wiederzusehen, die ich ja schon, ja, auf manchen Reisen gesehen habe. Ja, ich habe es ja in der Vergangenheit mehrfach angekündigt, dass wir heute eine Menge Gäste aus Israel da haben werden. Daniel wird sie nachher im Einzelnen vorstellen. Und wir werden aber heute wirklich sehr viel Wissenswertes über Israel erfahren. Wir werden Themen haben, wo es darum geht, um die biblischen Hintergründe, um Prophezeiungen. Es wird gehen um politische Ereignisse und es wird natürlich auch gehen um aktuelle Tatsachen und um, ja, Fakten, die keine Fake News sind. Und ich weiß, dass wir einen spannenden Nachmittag haben werden. Ich freue mich drauf. Ich denke, ihr freut euch ganz genauso drauf. Es wird wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit werden. Ich möchte aber nicht beginnen, ohne einen ganz, ganz wunderbaren Vers aus dem Alten Testament vorzulesen. Und zwar, ihr kennt ihn alle. Er steht im 1. Mose 12, ist der Vers 2 und 3, als Gott zu Abraham spricht. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und was für uns aber ganz wichtig ist dabei, der dritte Vers, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ja, und da kann man wirklich einen Amen dazu sagen. Und wir können uns die Bibel drehen und wenden, wie wir wollen. Es ist völlig egal, wir werden immer drin finden, dass Gott zu seinem Volk hält. Uni, wir haben uns gestern getroffen. 48 Jahre kennen wir die Firma Amiel. Und? Halleluja. Okay. Das war jetzt fließend hebräisch. Sein Vater hat mit meinem Vater vor circa 48 Jahren angefangen, Reisen zu machen. Und so lange machen wir jedes Jahr Reisen, bis dann war Corona und dann war jetzt der Krieg oder ist der Krieg noch, da werden wir heute auch noch einiges drüber reden, aber wir waren im Vorfeld manchmal schon dreimal im Jahr da. Da haben wir schon vorgearbeitet für die Jahre, wo wir nicht kommen. Also wir haben ein ganz, ganz tolles Verhältnis mit seinem Vater. Er lebt nicht mehr, der Kusi. Und jetzt Onni, er hat auch schon ein Stück wieder seinem Sohn weitergegeben an Verantwortung. Und Onni ist wirklich eine Perle, ist auch der Chef von den meisten, die hier stehen und hat ein sehr großes Reisebüro. Und ihr Lieben, wir lieben es, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil es ist und war immer fair. Das erlebt man nicht überall, sondern meistens spielt das Geld eine große Rolle. Klar, ohne geht's nicht, aber es war immer fair. Onni, recht herzlich willkommen, recht herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Danke Daniel, danke Isolde, danke Missionswerk und die Gemeinde hier. Und wir kommen von Israel mit unserem Team hier. Euch zu bedanken, euch zu begrüßen und euch zu lechazek, zu verstärken in eure Glauben, in eure Beten für uns, für euch, für bessere Zeit. Wir sind jetzt in einer schmalen Brücke. Die Situation in Israel ist noch nicht so gut, aber wir sehen schon die Licht
in den Tunnel und wir sind mit unserem Team hier in Deutschland und unserer Reiseleiter und unsere ganze Mannschaft Deutschland Israel für September. Vielleicht machen wir noch was Kurzes, wenn der Daniel und Isolde Zeit haben, um Solidarität zu zeigen zu uns. Aber bitte beten Sie zu diesem 1. Buch Moses 12,18, dass die Leute, die sind Freunde von Israel, sind gesegnet. Und wir hoffen für eine gute weitere Freundschaft, Zusammenarbeit. Und Dankeschön, Daniel. Ja. Danke. Stell doch gerade mal deine Leute schnell vor. Ja. Karin und Dani sind unsere beste Reiseleiter in die Gruppen. Wir sind stolz. Der Reiseleiter ist die wichtigste Person auf der Reise. Er hat den Schlüssel auf die. Wer war noch nicht in Israel hier? Okay. Sie haben Zeit bis Ostern bei Shalom Israel Reisen zu buchen und dann Sie sehen nun alles in Israel, wenn Sie kommen. Der Thomas und der Michael sind unsere Partners hier in Deutschland, in Köln. Wir haben eine Firma, Quality Travel Service Germany, mit Shalom Israel Reisen und Amir ist mein Finanzdirektor und wir sind hier zusammen, alles zu bearbeiten und zu vorbereiten und wir hoffen, euch zu sehen. Es ist nicht so kalt wie hier. In Israel ist es wunderschön, jetzt ist es ein bisschen trägen, aber das ist warm. Und die ganzen Plätze, wo Jesus und die Propheten waren, erwarten an Sie. Herzlich willkommen. Thomas, mein Partner. Ja, Thomas. Ja, ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen und habe jetzt die schwierige Aufgabe, nach dem Roni zu reden, was immer schwer ist, weil er ein wahnsinniges Talent dafür hat, Menschen anzusprechen und die richtigen Worte zu finden. Ich bin derjenige, der eher für das Organisatorische, damit so ein bisschen für das Technische steht, aber ohne das funktioniert es nicht wirklich. Also wir bei Shalom Israel Reisen machen die Abwicklung der Missionswerkreisen, bin da meistens oder unser Team ist da meistens in sehr engem Kontakt mit der Esther Meder und ich möchte Sie auch einladen für dieses Jahr, die Israelreise und ich weiß, dass es natürlich in der jetzigen Zeit Bedenken gibt und kann ich eine Reise nach Israel buchen, kann ich mich vielleicht jetzt schon anmelden, damit der Platz sicher ist, weil gerade die Flüge nach Israel doch vom Angebot her sehr weit zurückgegangen sind, sodass die Verfügbarkeiten später im Jahr sicherlich nicht mehr so groß sein werden, wie wir sie im Moment haben. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn, wenn sich die Situation in Israel nicht ändern sollte bis zum September, was Gott verhüten möge, aber was wir natürlich nicht in der Hand haben und erst recht nicht wissen. Da kann ich Ihnen versichern, und wir haben es dem Missionswerk schriftlich gegeben, dass wenn die Reise in der vorgesehenen Form nicht durchgeführt werden kann, egal auf welchen Umständen, im Zweifelsfall sogar, wenn das Wetter schlecht sein sollte, wobei da habe ich recht viel Hoffnung, dass das nicht eintritt. Aber Sie wissen, was ich meine. Also wenn es Probleme geben sollte weiterhin im Herbst, dann wird die Reise abgesagt und jeder bekommt sein Geld, das er bezahlt hat, bis auf den letzten Cent zurück. Da wird also, da fallen keinerlei Kosten an. Also von der Warte her, dass man sagt, wenn die Reise vielleicht nicht stattfinden kann, verliere ich Geld, kann ich Ihnen hier und heute versprechen. Und wie gesagt, wir haben es auch im Vorfeld dem Missionswerk schon schriftlich mitgeteilt, dass in einem solchen Fall keine Kosten entstehen und keine irgendwelche Nachteile zu befürchten hat. Gut, ansonsten möchte ich Sie halt einladen, dann recht zahlreich von dem Angebot Gebrauch zu machen. Es ist wunderbar, mit dem Missionswerk unterwegs zu sein, für die, die noch nicht dabei waren. Ich hatte das Glück, 2-3 Mal in Israel die Gruppe zu treffen, nicht für die ganze Zeit, für den einen oder anderen Tag dabei zu sein.
das Angebot zu erleben, die Stimmung zu erleben. Und ich kann Ihnen sagen, ich kenne viele Gruppen, reisen nach Israel, die vom Missionswerk sind ganz besonders. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Bleibst du oben? Bleibst du da? Ja. Ja, vielen Dank. Und Sie fliegen heute noch nach Israel zurück oder zumindest ein Teil. Und habt eine gute Reise und wir hoffen, dass wir bald kommen. Ja? Glauben wir alle mit? Ja, ich möchte, ja, es geht genauso gut. Die beiden, die sind uns wirklich ins Herz gewachsen, noch andere auch, die jetzt nicht hier sind. Also wer mitgeht und ist in dem Bus, wo die Karin ist, die kann perfekt Schwäbisch, also und Hebräisch. Und Dani hat eine ganz eigene Sprache, die nennt sich Dani Deutsch. Ihr werdet diejenigen, die ihn gleich hören werden, werden es genießen. Ich möchte mal so anfangen. Der 7. Oktober hat uns alle erschüttert. Also jetzt, ich spreche jetzt mal von Christen hauptsächlich und uns, Isolde und mich, ganz stark. Das ist jedes, wie soll ich sagen, das umgekommen ist, wo man weitläufig gekannt hat oder wieder Kollegen vom Dani oder was auch immer, Freunde von Dani und so weiter, hat man gehört, jemand vom Reisebüro, die Tochter und so weiter. Das hat wehgetan, wie wenn es die eigene Familie ist. Und es war wirklich eine schwierige Zeit. Wir konnten ein paar Tage kaum arbeiten, weil es tat so weh. Dann hat man auch viel Material von Freunden von Israel bekommen. Ganz besonders vom Karlsruher Rabbi, da sind wir in ganz besondere Beziehung. Haben wir also Videos bekommen, die wollt ihr nicht sehen. Es ist sowas von grausam und allem und das in Israel. Und was uns da noch viel mehr getroffen hat, dass wir dann Christen getroffen haben, die gesagt haben, ja, schon, aber die armen Palästinenser. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir was tun. Da müssen wir heute mal wirklich nicht gegen die Palästinenser was tun, weil die Palästinenser sind auch Menschen. Die können sich zu Jesus bekehren, die können auch gerettet werden. Da sind wir uns einig, oder? Aber es kommt immer darauf an, was für ein Geist drin ist. Und was auch nicht alle wissen, die noch nicht in Israel waren, unser Schwiegersohn war einer davon. Wir sind nach Enbokek gefahren und er hat sich erst mal gewundert, dass in den Hotels Araber sind, die arbeiten. Ja, das müssen doch alles Juden sein in Israel. Und Dani wird bestimmt noch auf vieles zu sprechen kommen. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich von den deutschen Christen so höre, Araber gleich Feind, das ist nicht wahr. Es ist, was für ein Geist in den Leuten ist. Und es gibt auch arabische Christen. Und viele, die mit Israel kämpfen, ich halte jetzt deine Rede, du sagst, was falsch ist. Gell? Wir ergänzen uns. Wir ergänzen uns, das ist okay. Und dann haben wir wirklich, Siegfried Wiegele kam auf mich zu und sagt, du, wir müssen unbedingt einen Israel-Tag machen. Das haben wir dann am ersten Tag gemacht, wo wir keinen Termin hatten und erst heute. Das ist vor anderthalb Monaten schon gewesen, wo wir es geplant haben, aber es war alles voll. Und wir freuen uns jetzt riesig. Dani hat jetzt als erstes wie setzt sich das alles zusammen in Israel? Und heute, ich sage heute Mittag nach der Pause kommt er dann auf die kritischen Dinge, die gerade laufen. Und ihr habt alles so einen Plan von uns bekommen, habt es auch schon mal letztes Jahr geschickt bekommen. Da ist ganz klein alles zusammengerafft, wie das alles sich verhält. Aber jetzt hört das viel angenehmer, ausführlicher und original Dani Deutsch. Dani. Danke. Ja, erstmal. Ich freue mich riesig, hier zu sein, weil
Ich denke, 80% die Leute kenne ich. Das war ein riesiges Freudetreffen, euch zu sehen, dass ihr kamt ja wirklich zu Israel und ihr sagt, welchen Herzen habt ihr zu meinem Land, und der das selbstverständlich macht meinen Herzen noch größer. Ich will anfangen mit einer kleinen Geschichte. Das wird euch vielleicht den Orient erklären. Und das fängt an mit einem Beduin, dass er will seine Ruhe haben und legt sich unter einen Akazienbaum, nicht weit von seinem Zelt, und sagt, jetzt Mittag will ich den Schatten haben, will die Ruhe haben. Und er legt sich hin und er ist noch nicht da, ganz auf dem Boden kommt der erste Kind. Und Papa hier und Papa dort und Papa hier und Papa dort. Und er will dem Kind loswerden, er will seine Ruhe. Dann sagt er dem Kind, weißt du, die Tante Fatma in dem Zelt, das ist 4 Kilometer von hier, sie hat herrlichen Kuchen gebacken. Und er macht die Rechnung, das ergeht 4 Kilometer, er kommt zurück, 2, 2,5 Stunden, sieht, das ist kein Kuchen, also habe ich meine Ruhe. Also der Kind selbstverständlich läuft, den Kuchen von Tante Fatma zu essen, und dann setzt er sich hin, papp, kommt der zweite Kind. Sagt, er hat gearbeitet bei einem Kind, warum nicht bei dem zweiten? Sagt er, weißt du, Tante Fatma, 4 Kilometer und so weiter, bis du gehst, bis du kommst, hast du deine Ruhe, also der geht auch die Tante Fatma Kuchen zu essen. Er legt sich hin, noch nicht ganz da, der dritte kommt. Und da sagt er, hat bei 2 gearbeitet, warum nicht? Also Tante Fatma, 4 Kilometer Kuchen, bis dass er kommt, sieht, das ist kein Kuchen, und dann zurück. Der Kind läuft weg und dann sagt er, ich Idiot, Tante Fatma hat doch einen Kuchen in 4 Kilometer, er steht auf und läuft auch. Leute, das ist der Orient. 3-mal eine Geschichte erzählt und die ganze Welt, die Idioten, glauben's. Und darum versuche ich heute in 2 Themen machen. Der erste wird jetzt sein, wie eigentlich Gott hat die Kinder Israel in Frieden zu ihrem Heimatland zurückgebracht. Was es nachher ist, wenn wir nach Mittag sprechen, warum ist das nicht alles in Frieden gegangen? Aber es war nicht unsere Schuld. Weil ich denke, dass das ist auch persönlich. Gott führt, ich denke, jeder von euch in ihrem Leben, hast du Momente, wo der Gott sagt, jetzt mach das. Und du sagst, bist du nicht normal? Was auf einmal? Und dann trittest du rein und auf einmal, es stimmt. Wenn ich gucke auf mich hier, ich stehe hier, das ist ein Wunder. Und die wird ja fragen, warum? Ich habe niemals ein Abitur gemacht. Ich habe niemals ein Zeugnis gehabt nach 12 Jahren. Ich habe studiert in einem Kibbutz. Manchmal war ich in die Klasse, meistens nicht. Und ich kam jetzt, man hat geöffnet eine Abteilung von der Uni Tel Aviv vis-à-vis mein Haus. Ich bin schon 28, ich bin ein Bauer. Die Chancen, dass sie werden mich kriegen, weil das waren 20 Plätze auf 200 Bewerber, das alle haben Abitur und, sind chancenlos. Aber der Herz hat gesagt, Dani, geh rein. Geh rein und versuche, diese Studien zu machen. Ich gehe rein, Professoren, Interview, nachher 2 Tage Prüfung, nach 1 Tag sagt man mir, geh nach Haus, brauchst mir nicht kommen. Nur, was denkt ihr? Auf Wiedersehen. Nach 2 Wochen kriege ich die Nachricht, du bist drinne. Später bin ich mit den Professoren, das ist so ein intimer Kurs, bin ich befreundet mit diesen Professoren und sage ich, wie habt ihr mich empfangen? Gegen jede Chancen. Sagen, in dem Moment, wo du warst im Zimmer und 3 Antworten für mal unsere Frage geben, war uns klar, hat uns eine Stimme gesagt, du musst drinnen sein. Und darum stehe ich heute hier. Bedeutet, jeder, ich denke, jeder hat das in seinem Leben und so auch bei dem Volk. Und bei dem Volk dauert das längere Zeit. Gott sucht, wo ist der Fenster, dass er kann diesen Volk Israel wieder zurück in ihre Heimat leben. Ihr müsst verstehen, die Juden in ihrer ganzen Geschichte, jede Woche betet er, nächstes Jahr in die gebaute Stadt Jerusalem zurückzukommen. Das ist in die Knochen. In jeder Hochzeit, der Bräutigam sagt, wenn ich werde Jerusalem vergessen, soll mein rechter Arm verdirben, die Zunge soll mich kleben bleiben, wenn ich werde nicht Jerusalem als Höhepunkt meines Lebens. Leute, es ist in die Gen.
Trotzdem, die Toren waren zu. Wenn es waren die Römer, das haben dich das nicht ermöglicht, dass du kannst einen freien Staat dort bauen. Wenn es war nachher die Byzantiner, das waren nachher die Araber und so weiter und so fort. Eigentlich die Tore konntest du niemals, ein Staat, das soll von unserem Volk sein. Ja, wieder, Geschichte kann man zurückgehen und viel erzählen, aber vielleicht fange ich an durch vor 500 Jahren, was passiert, dass die Türken, der Ottomanische Reich, das ist jetzt stark und groß, geht nach Griechenland, geht nach Jugoslawien etwas und erobert auch den Land Israel. Der Sultan ist der Suleiman der Prächtige, er repariert die Mauern von Jerusalem, das sind heute von seiner Zeit, 500 Jahre alt. Er baut in Jerusalem, er baut in Jaffa, er baut in Akko. Die ganze Land blüht und reiche Leute kaufen riesige Flächen, auch in die Türkei. Reiche Leute von Libanon, reiche Leute von der Türkei, reiche Leute von Israel. Und jeder kauft ein großes Gebiet, das er kann jetzt nehmen. Dort kann er als Mitarbeiter Bauern geben, dass sie sollen dort Landwirtschaft machen, kann er das vermieten. Bedeutet, er ist der Besitzer. So dass der Land in Israel ist jetzt in die Hände von solchen Landslord, wie sie nennen sich, und teilweise des türkischen Staat. Bloß wie das dieser türkische Staat vor 500 Jahren groß und stark ist, nach 300 Jahre später oder 200 Jahre später, kennen wir schon den Namen sicher in die Schule, habt ihr das gelernt, der kranke Bär auf dem Bosporus, habt ihr diesen Begriff vielleicht mal gehört. Geht's alles runter, der Land geht runter, kommen auch Feinde und schnappen rein, kommt der Napoleon, ja, vor 230 Jahren, macht kaputt, nichts gebaut und ist weggejagt. 30 Jahre, 1830, kommen die Ägypter, berühmter König, der Muhammad Ali, der Boxer, kennt ihr? Cassius Clay, vielleicht habt ihr den Namen mal gehört, hat seinen Namen adoptiert. Machen auch bloß kaputt, sitzen 10 Jahre und dann sind sie weggejagt mit Hilfe Europa und der Land ist verrottet. Der Land ist weg. Aber die Prophezei in sehr, sehr vielen Fällen sagt, Leute, kommt auf dieses verrottete Land. Könnt ihr jetzt kommen, dass ihr könnt wieder zum Heimat, euren Land kommen. Und es kommt in sehr viele Prophezeien. Es fängt dann schon in Psalm, wo der David sagt, ihr werdet euch gesammelt zu euren Ländern. Es ist in verschiedene andere Plätze, wenn das ist in Jeremias 31, dass wir finden, dass die Prophezei sagt, ich werde kommen. Es ist in Jesajas 35, das ist es auch drinne. Es ist in Jesajas 12, also in mehrere ja, Plätze, Jesekiel 47. Wer hat das gelesen? Wir kennen diese Prophezeien, das sagen, wir kommen zurück zu ihrem Heimatland. Aber der Heimatland muss gepflegt sein. Der Land Israel muss man pflegen. Die erste Sache, das war problematisch, das ist der Wald, das ist verschwunden. Der Wald, das wir wissen, dass es war mal ganz Israel voll mit Wald. Wir kennen die Geschichte von Elisa, das kommt nach der Auf in die Himmelfahrt von Elias, dass er kommt drauf und die zwei Bären, das kommen raus von dem Wald. Oder der Stamm Ephraim, dass Josua gibt in den Tal Israel, du sollst dort sich einsiedeln und sagt, was, dort sind die Kanaaniter, sie haben Eisenwagen, wir können doch nicht dort sein. Sagt er, geht auf die Berge, dort ist voll Wald, hackt runter Wald und macht euch dort Leben. Und wir kommen, ist kein Wald, weil der Wald von einer Seite wurde für Holz, für Kohle, für Energie. Und dann kommt noch eine Katastrophe, die Türken, das wollen steuern. Und ist dort kein Mann, dass sie konnten das mir nicht verpachten. Also sagen sie, ihr bezahlt Steuern für jeden Baum, das ihr habt. Auch wenn das ist eine Akazie, auch wenn das ist bloß eine Eiche, das gibt euch nichts. Was machen die Landsleute? Psst. Runter. Und ist mehr keinen Wald. Aber das war die einzige Sache. Die zweite ist das Problem des besonderen Wetter und Geografie von Israel. In Israel haben wir 7 Monate kein Regen und 5 Monate Regen.
in diese 7 Monate kein Regen. Ja, was passiert, dass der ganze Gras, das ist im Winter gewachsen, befreit sich. Und wir haben die Brise. Wer das war in Israel, kann sich erinnern, wo wir waren, besonders in Magan. Nachmittag, kennt ihr euch erinnern, den Wind? Also jeden Nachmittag im Sommer haben wir die Brise, das bringt den Wind herein in den Land. Und sie nimmt diese ja, vertrocknete Gras und Sand. Und wo legt sie es? In die Flussbecken, das sind trocken, das ist der niedrigste Platz. Und sie bauen dort ein Stopsel, ein Korken. Jetzt kommt der Regen. Der Regen ist nicht in Israel nicht wie bei euch. Ich erzähle meine Trauma, erste Mal in Deutschland zu sein. Studententausch. Wir kommen September nach Frankfurt, landen und die Sonne ist weg. 3 Wochen sprudelt das Wasser. Ich habe Schattendepression bei euch bekommen. Unglaublich. Ja, bei uns meistens 1, 2, 2,5 Tage ein Wolkenbruch und dann kommt es wieder zurück. Aber in diese 2, 3 Tage, und wir reden auf ungefähr 25 Tage von Regen in ganz Israel in den Winter. Aber es kommt mit Schlag von 50 bis 100 Millimeter Regen. Und in dem Moment, wo dieser Regen kommt runter vom Berg, okay, Jerusalem 800 Meter, die Spitzen dort sind 1000 Meter, Galiläa 1200 Meter, dann rauscht das schnell runter, aber dann kommt das in Tal. Und der Tal, die Flussbecken, sind verstopft, sind mit diesen Stöpsel. Und der Wasser, das jetzt ist in den Tal, hat nicht die Kraft, diesen Stöpsel wegzunehmen. Und dann könnt ihr sehen, was passiert. Bis heute haben wir Plätze, wo wir können nicht den Wasser wegnehmen. Bis heute haben wir noch Plätze, wo Sumpf ist. Sumpf bedeutet Malaria, bedeutet Krankheiten. Ich kann nicht im Tal sein. Und so, dass ich habe, die Berge habe ich ohne Wald, mit kaputten Terrassen und unten Sumpf. Und darum, der Land wird leer. Die Leute, das leben etwas in die Städte, Landwirtschaft, Zero, auf die Berge, kleine Bauern und nicht mehr. Und in diesem Land, das heute von Mittelmeer bis Jordantal, befinden sich an die 14 Millionen Leute mit den Palästinensern. Vor 170 Jahren sind 250.000 Einwohner. 250. Der Land ist leer. Leute, der Licht ist. Gott hat den Land leer gemacht. Ermöglicht, dass du kannst kaufen jetzt den Boden, dein Heimatland. Die Prophezei kann man jetzt erfüllen. Der Heimkehr ist offen. Es fängt an langsam. Es fängt an mit ganz einfach, ein paar Familien von Jerusalem kaufen einen Sumpfboden nicht weit von Tel Aviv, circa 10 Kilometer östlich, nennen das der Tor zur Öffnung, Petach Tikva. Andere in Galiläa machen dort auch einen Platz, das waren Juden aus Rumänien, bauen ein Gebiet und sagen, das ist der Eckstein, Rosh Pina. Das sind die 2 Ersten. Bloß hier ist ein Problem, diese, das kamen in Petach Tikva, haben Schwierigkeiten gehabt. Die Leute in Galiläa, sie waren nicht erfahren. Also sagen sie, kommt, wenn wir mal versuchen, was können wir hier zichten? Und sie machen Weizen und Gerste in die Fetzen, wo sie haben damals gekauft, waren noch nicht vorbereitet, um sehen, was können wir hier machen? Und wirklich dieses Jahr kam Oktober, kam Regen, herrlich war's. Und sie sagen, das ist die Zukunft. Also, unerfahren, den ganzen Sommer nehmen sie Steine weg, vorbereiten Felder. Und dann kommt Oktober, sieht man die ganze Gerste, den ganzen Weizensaat, die teure, das sie haben gehabt, weil es steht, mit Trauer, mit Tränen wirst du sehen und mit großer Freude wirst du nachher ernten. Bloß was, dieses Jahr der Regen ist etwas später gekommen und 500 Millionen Vögeln, das jedes Jahr über Israel fliegen, waren sehr happy auf den Futter, das hat in unseren gewartet. Und sie haben die ganze Saat weggefressen. Und wie das gleich nachher im November kam der Regen, war mir nichts was zu wachsen. Sie haben pleite gemacht. Sie wollten weggehen. Aber dieser Licht, das Licht Gottes, dass der Tor in den Land ist offen, ist auch auf viele andere Leute gefallen. Einer von ihnen war ein sehr berühmter Bankdirektor, ein Bankbesitzer, ein sehr ehrlicher nebenbei. Mit sehr großem Erfolg
und der sagt, Leute, meine Lebensaufgabe ist, Gottes Wort weiterzuführen, um diesen Licht, das ich sehe, das wird kommen, mit den Rückkehr der Kinder Israel zu unterstützen. Ich schätze, dass ihr kennt alle seinen Namen, das war der Rothschild. Und er sagt, ihr fast lasst nicht den Platz. Er schickt Fachleute, schickt Geld und haltet diese Leute. In dieser Sache und wieder, ich immer sage, wenn wir reden, Parallele. Parallele bedeutet, dass er Gott eigentlich vorbereitet von einer Seite und von der zweiten Seite auch. Parallel dabei ist sehr große Bewegungen in Europa. Die Bewegungen, das haben nachher Kommunismus gebracht. Das fängt an mit, die ganzen Bauern, sie sind die wichtigsten Leute der Welt und sie sollen zusammen sein und sie sollen zusammenhalten. Alle Leute sollen zusammenhalten. Das ist alle Leute, bloß nicht die Juden. Die Juden darf man weiter schlagen, schlachten, kaputt machen und so weiter. Antisemitismus wächst in Osteuropa und viele Jugend kommt rein, Rheinland. Wer unterstützt sie, wer hilft sie, ist der Baron Rothschild. Und so baut man langsam Siedlungen, halten auch den Namen für die Familie von den Baron Rothschild. Ada war seine Mutter, Benjamin war er, ja, Jakob war sein Vater, die Erinnerung auf Jakob. Und man fängt an zu bauen, den Land Israel. Es sind noch ein paar private Initiativen, man sammelt etwas Geld. Und dann in die Europa ist eine Bewegung bei den Juden, nennt sich die Mendelssohn-Bewegung, der sagt, ja, der Problem ist, dass wir sehen, wie sie gehen mit den Kippas und so weiter, dann sind wir so Outsiders. Also wir sollen sein Juden zu Hause und draußen sollen wir sein wie Deutsche in Deutschland, Franzosen in Frankreich und so weiter. In Wien ist ein Rechtsanwalt, ist geboren in Ungarn. Und er ist jetzt ein Journalist. Und er ist geschickt nach Paris, weil dort ist ein Gericht von den sehr hohen Abgeordneten, französischen Offizier, dass man ist beklagt, dass er hat Geheimnisse die Russen verkauft. Alle wissen, er war das nicht. Weil man wusste auch genau, das war ein Sohn von einem Fürst dort, dass er hat im Casino viel Geld verloren und er eigentlich hat das verkauft. Aber dieser hohe Offizier hat einen Fleck gehabt. Er war ein Jude. Und er hat mir gesagt, du hast das gemacht. Und so wird dieser Dreyfus, der Name von diesem Offizier, in Teufelinsel geschickt. Was hat den Journalist so sehr beeindruckt, dass wie das er kriegt ein Gericht, ist geschickt zu den Teufelinsel, er steht und schreit, Viva la France! Idiot. Und er sagt, ohne eine Heimat ist keine Chance, dass der Jude einmal wieder selbstständig in seine Heimat. Und der Tor ist offen, der Licht ist da. Und dann sammelt er 200 Kilometer von hier, in Basel, die ganze jüdische Gemeinrate und sagt, Leute, wir kommen und kehren zurück. Wir kehren zurück nach Israel. Und so, jetzt ist schon eine Finanziere, man kann das finanzieren, und langsam finanziert man ja eine Organisation und man entschließt, wir kehren zurück nach Israel, nach Zion. Und dort wurde begründet die zionistische Bewegung, da sagt, Leute, zur Heimat, unserem Land müssen wir zurückkommen. Und hier jetzt kommen zwei eigentlich Bewegungen. Eine ist mehr die Finanziere, das kauft den Boden. Die zweite ist eine Stiftung, das bis heute ja, ist unterstützt von Daniel und Isolde Miller und die Freunde von Missionswerk. Und das ist die jüdische Nationalfund, Kakal, das erstmal den Wald. Wir wollen zurück den Charakter des Bibel. Wir müssen Wald. Und ganz Israel ist auf einmal grün. Nebenbei alles bloß in die Grenze Israel, was sie dürften. Und darum lange Zeit hat man die Grenze Israel genannt, die grüne Grenze. Und du konntest sagen, das ist Israel, Wald, Kakal, und das ist die arabische Länder, dort ist Kahl. Das konntest du sehen. Ja, wenn du fliegst von oben runter.
Und heute machen sie auch viel andere Sachen, selbstverständlich, nicht bloß der Wald, sondern so sorgen für Grundwasser und sorgen für andere verschiedene Sozialsachen. Aber das ist damals begründet. Die Kinder Israel jetzt kommen. Sie haben jetzt eine Adresse. Man baut eine gewisse Regierung. Das soll schon vorbereitet sein zu den Rückkehr ins Land. Es geht weiter und man sagt, okay, wir brauchen auch, ja, wir haben Arbeiter, müssen wir eine Arbeitsorganisation. Nachher sagt man, ja, auch eine Krankenkasse für die Arbeit. Und so baut man die modernste heute Krankenkasse, das gibt in die Welt. Das wurde dort begründet. Ich weiß nicht, wenn ihr wisst, aber weil wir haben eine der besten Krankenkasse, dass alle sind unter die Krankenkasse, waren wir auch oft die Versuchskaninchen des Volkes für die ganze Welt. Jetzt mit der Epidemie, alles war in Israel. Wie, was? Weil man konnte kontrollieren, jeder, was er hat, gemacht. Und so langsam geht es rein, aber es fängt an, auch der Konflikt mit den arabischen Ländern. In dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg haben wir schon die Engländer. Schon selbstverständlich, auch in die türkische Regierung konnte man nicht mehr was den Boden, das war frei und war frei zum Verkaufen, sich einsiedeln. Und so auch nachher, wo die Engländer waren mit ihrem Mandat, konnte man auch keinen von Boden wegjagen. Und dann entschließt man, okay, wir verteilen diesen Land zwischen diesen jüdischen, ja, von Gott versprochenen Land und die arabischen Länder, was war noch nicht klar, wer soll es sein. Und so macht man eine Karte, nennt sich die Verteilungskarte. Diese Verteilungskarte könnt ihr hier sehen. Alles mehr oder weniger, was in lila ist, das sollte sein der jüdische Staat. Die Täler, das Sharon-Gebiet, wenn ihr kennt, Israeltal, Jordantal, alles, wo war mal Sumpf, das könnt ihr haben. Die Wüste, das ist sowieso etwas, das ist nicht so sehr wichtig. Aber in die Prophezeien lesen wir, Wüste befreut sich. Wüste, du wirst grün sein wie das Sharon-Gebiet. Wüste, der Gott verspricht, dass die Wüste wird auch so aussehen wie der Grüngebiet, das ist im Norden. Die Wüste ist unwichtig, keiner interessiert sich auf die Wüste. Aber die Wüste, was ihr könnt sehen, wenn wir gehen wieder zurück, alles was grün ist unten, diese Wüste ist leer. Auch Beduinen sind fast dort nicht. Ja, 4.000, 5.000 Beduinen, das drehen sich dort mehr oder weniger. Aber die Wüste ist, wie gesagt, jetzt leer. In dieser Zeit sind auch mehrere jüdische Gemeinden von der Welt, dass man sagt, na, weißt du, schmeiß mal 10, 20, 30.000 damals, ja, Euro können wir das heute sagen, und ihr kauft einen Boden irgendwo. Und so in Südafrika kommt auch eine Gemeinde, sagt, ja, wir wollen kaufen Boden, haben einen Händler und sie kaufen Boden bei der türkischen Regierung. Und dann haben sie festgestellt, dass sie haben in die Negev-Wüste ein Stück Boden gekauft, das die Landsleute nennen, das ist das Gebiet, wo nichts wächst. Und dann sagen sie, also was brauchen wir das? Und geben das zu die Zentrale. In dieser Zeit, nicht weit von Tel Aviv, in eine landwirtschaftliche Schule, eine Gruppe von Leuten sammeln sich zusammen und sie wollen in die Wüste, weil die Propheten sagen, die Wüste wird blühen. Und so sagen sie, okay, wir wollen in die Wüste. Aber es ist ein Problem, das ist nicht in die Landkarte bei dieser Verteilung. Und das ist auswärts von diesen Grenzen Israel, weil das ist, wie ich schon gesagt, Entschuldigung, das ist in der Mitte von diesem grünen Gebiet. Und so sagen sie, okay, was wir werden machen dort, eine meteorologische Station. Meteorologische Station tief in die Wüste. Sehr wahrscheinlich, bis heute steht noch diese Fetzen, diese meteorologische Station. Aber sie kommen dorthin. Die erste Sache, man muss einen Platz finden. Also sie finden einen alten Brunnen von den Nabatäer, das waren 2000 Jahre vorher.
und sie nehmen Rohre und stellen sie hin, darauf Zement, dass sie sollen einen Schattenplatz haben für die Hitzezeiten. Diese Rohre retten sie x Jahre später, wo war der Befreiungskrieg, und sie waren umkreist mit der ägyptischen Armee. Und wir haben nachher gelesen, warum haben die Ägypter sie nicht ergriffen? Das war doch nichts. Sie haben doch, konnten sich gar nicht verteidigen. Die Ägypter haben gesehen, diese Rohre, waren überzeugt, dass das sind Atomraketen. Das war ein paar Jahre nach Hiroshima und Nagasaki. Ja, also wir konnten nicht ran. Und so sind sie gerettet. Aber wie gesagt, sie kommen dorthin und sie verlassen sich auf die Wörter, das sind in dem Buch Königin, das erzählen, dass es wird, ihr seid in die Wüste, ihr werdet keine Wolke sehen. Ihr werdet Sonne haben. Und auf einmal kommt der Fluss mit Geräusche und es wird Wasser kommen. Das ist typisch, die Überschwemmungen, das Kommen in die Wüste. In JWD irgendwo ist ein Wolkenbruch. Der Boden ist ein Stauboden, nennt sich Less, sodass 5 mm Regen bauen schon einen Hochwasser. Und dieser Wasser kommt in Fluss runter, Kilometer weit. Sie bauen einen Damm und von dem Damm einen Kanal zu einem Teich. Und wirklich, sie hören den Krach, der Wasser kommt. Und dann laufen sie alle zu dem Fluss oben, gucken, wie schön der Wasser kommt, bloß sie haben nicht gerechnet, den Kraft von dem Wasser. Weil 10 Minuten später war der Damm auf Wiedersehen im Mittelmeer und der Wasser war weg. Also verstehen Sie, wir müssen 10-fache stärkeren Damm bauen. Sie bauen einen riesigen Damm und wirklich die nächste Überschwemmung bringt den Wasser und sie haben Wasser. Sie bauen dort Datteln, sie bauen nachher Olivenbäume, machen etwas Gemüse. Einer von diesen Leuten, das hat Gärtnerei in Deutschland gelernt, er hat eine Idee. Ich will Gladiolen für Zwiebel nachher verkaufen in Europa. Er geht nach Tel Aviv und kommt nachher nach Tel Aviv. Er geht zu den Autoritäten, das haben finanziert und geholfen, Finanzen, und sagt, ich will Geld für Gladiolen, Zwiebeln. Du bist nicht normal, was auf einmal? Gladiolen. Er geht traurig, weil man schmeißt ihn raus von die ganzen Büros dort. Er geht traurig in die Straßen von Tel Aviv und trifft einen Kollege. Ein Kollege, das war mit ihm in die Schule, in die Gärtnereischule, und erzählt ihm den Kummer. Und dieser Kollege sagt, weißt du was? Ich habe Zwiebel, ich schenke dir sie. Und so kommt er nach Haus mit dieser Zwiebel. Und jetzt isst man auch Zwiebel zu Gladiolen. Jetzt kommt etwas, das wieder muss man erklären. Gott oft hilft uns mit Terminologie. Bedeutet, dass das passiert genau etwas ganz Normales. Vielleicht sogar das Übergang von Josua über den Jordan. Dass in dem Moment, wo die Priester mit den Heiligen Schreien in den Wasser, dann stoppt der Wasser. Jetzt dieser Wasser in Jordan stoppt immer, weil er gelauft, besonders in Hochwasser ist das so, hinter einer sehr weichen Felsenroute. Und nicht ein und zwei, fällt ein Teil von dem Berg runter, baut einen Damm und bis dass der Wasser nicht darüber, hinten ist trocken. Es steht es war auch nicht neben Jericho, wo sie sind vorbei, sondern dass dieser Damm war 35 Kilometer nördlich. Und ich vermute, dass dieser Bauer das dort hat gesehen, den Damm, das hat sich entwickelt und nachher weiter, hat gar nicht über Wunder Gottes gedacht. Aber genau in dem Moment, wo sie kamen, hat es gestoppt und so auch nachher ist es wieder voll gewesen. Die Zeit, das ist genau wie die Mauern von Jericho. Ja, 7 Male, man kann sagen Erdbeben. Ja, dort ist viel Erdbeben. Aber genau nach 7 Male kommt die Hand Gottes. Und so passiert auch hier in diesem Platz, das nennt sich Revivim. Jetzt, die UNO schickt eine Mannschaft, das soll sagen, wie soll es aussehen in Israel? Und sie schicken 3 Botschaften, der Chef ist von Schweden, einer ist von India und der dritte, wird ihr lachen, von Iran. Sie mit ihren Frauen kommen gucken, was passiert in Israel. Sie kommen rein nach Israel und man bringt sie zu einem sehr schönen Kibbutz.
sie glauben nicht genau, Kibbutz was Kibbutz. Ja, sie denken, das ist wie der Musterkult-Kolchos, das die Russen haben eingeladen, wenn du kamst nach Russland. Also, das ist nicht was wahr. Und dann fahren sie zum Süden. Sie kommen nach Gaza mit einem Auto. Und dann fahren sie auf die Straße bis nach Beersheba. 80 Kilometer auf diesen Lässtaub. Alles ist Staub. Ihr schwarzes Auto ist jetzt schon gelb. Sie kommen nach Beersheba und fragen über diese meteorologische, mit Klammern, Station. Ah, sagen sie, er muss noch 40 Kilometer, ja, 50 Kilometer rein in die Wüste. Und ihr müsst euch vorstellen, Klopperstraße, sie fahren und hier kommt die Hand Gottes. 2 Tage vorher regnet es. 2 Tage vorher, die ganzen Bäume, das nochmal sind gelb, weil Staub ist, sind grün in die Mitte die Wüste. Aber die Spitze ist, der ganze Gladiolenfeld ist mit voller Blüte. Sie kommen mit dem Auto, sehen das, die Frauen sagen, ah, die schlaue Juden. Sie sind nach Tel Aviv gekommen, haben Gladiolen gekauft und haben reingesteckt. Sie gehen rauf, versuchen rausziehen, es ist Dacke. Gladiolen in die Wüste. Sie kommen zurück zu die UNO und sagen, wenn die Juden kennen, wie das die Propheten haben gesagt, die Wüste grün zu machen, sollen sie sie haben. Und so kriegen wir, ja, das ist diese ganze Geschichte von Revivim, diese Rohre, das ich habe erzählt, das sind die Oliven und Weintrauben und das ist, könnt ihr sehen, der Land, das wir haben zubekommen. Dreifache größer, was wir haben gehabt. Weil Gott hat den Regen bei Zeiten gegeben und die ganze Blüte gebracht. Und so haben wir die Wüste. Aber es steht, dass die Wüste soll Flüsse haben. Die Wüste soll grün sein. Man fängt an mit einem Wasserrohr, das man zieht von See Genezareth, aber das ist eigentlich tropfenweise. Aber wieder Parallele. Parallele, das passieren. Wir sehen, dass in Saudi-Arabien in die Wüste ist Öl. Sagt man, wir werden auch in Israel suchen Öl. Und dann bohrt man, um Öl zu suchen in Israel, in die Wüste. Man macht bloß einen Fehler. Unter die Neckewüste, no Öl. Wenn wir hätten schräg nach Saudi-Arabien, die Chancen sind viel größer, viel größer. Was ja, etwas circa über 1000 Meter stoßt man auf einen riesigen, riesigen, geschlossene, mit Milliarden, Milliarden Kubikmeter Wasser, eine geschlossene Wasserlage. Dieser Wasser kommt artesisch, was wir sagen, rauf, bis ungefähr 300 Meter. Man kann ihn auch pumpen. Aber hier ist ein Problem. Der Wasser gut, der kommt mit 30 Grad, geht's noch. Herrlich für Fische. Und auf einmal züchtet man Fische in die Wüste. Ja? Aber er hat auch einen Salzgehalt. Ist kritisch, weil wenn du bewässerst, 25% von dem Wasser verdünnt sich. Was kommt runter, ist Salzwasser. Also hast du keine Chance. Ja? Das sind die Fischteiche von diesem Wasser in die Wüste. Und hier wieder, ich mal sage per Zufall, ja, Zufall. Ein Wasseringenieur in ein Kibbutz in die Wüste, neben Beersheba, also nicht ganz in die Wüste. Er bestellt einen Monteur, das soll irgendwo reparieren, einen Kran bei ihm, weil ihr wisst, die Ingenieure, sie haben hier viel im Kopf, aber meistens, ich hoffe, es ist kein Ingenieur hier, meistens 2 linke Hände und 10 Daumen. Also, nicht wie Daniel, das gleich repariert alles. Und ich kenne ihn. Und der bestellt einen Monteur und wie das der Monteur kommt raus nach der Reparatur, er sagt, dort hast du einen Platz, wo der Wasser leckt. Er sagt, ich habe dort gar kein Rohr. Sagt er, guck, du hast eine Hecke, alle sind in dieser Größe und dieser Busch ist 10-facher größer als alle anderen. Dort leckt Wasser. Okay, nimmt man einen Spaten, geht rein. Danke, er wusste gar nicht, der Ingenieur, dass dort läuft ein Rohr. Und pick, Wasser kommt raus. Und das hat ihn eine Idee gesagt. Wenn dieser Tropfen
hat diesen Busch mit wenig Wasser, mit seinem Sohn, das war auch ein Ingenieur, bauen sie ein Patent. Und das ist die berühmte Tropfsystem. Weil der Problem ist, wenn du nimmst ein Rohr und du machst Löcher, am Anfang hast du, sollen wir sagen, 3 Bar, dieser Druck, am Ende bloß einen halben. Am Anfang wirst du am Niagara Falls und am Ende wirst du nichts haben. Der israelischen Patent, das ist nicht wichtig, welcher Druck. Du kannst bestimmen, wie viel Wasser von jede Diesel soll rauskommen. Und dann kannst du bewässern. In dem Moment, wo auch dieser Salzwasser kommt, die Pflanzen können es kriegen. Sogar so, dass die Pflanzen neben mehr, weil ihr wisst, das osmotischen Druck ist die Differenzen zwischen Mineralien, können sie mehr Wasser holen. Ja, und die Frucht schmeckt fantastisch. Und darum auf einmal kommt man in die Wüste, diesen Wasser, und schicken für euch Peperonis im Januar, Tomaten im Januar, ja, Gurken im Januar, was alles es war, was, Honigmelonen im Januar. Und wenn ihr weint, wie teuer es ist, je mehr ihr weint, ist der Bauer dort in die Wüste happier. Weil auf einmal kann man das auch machen, ja. Und diese Sachen zusammenbinden bringt uns das Israel, ja, kennt ihr das sehen, die Tropfsystem. Und das hat man noch modernisiert, das, heute ist das mit gesteuert, sind Tester in den Boden, das sagen, wann soll ich den Kran aufmachen und zumachen. Alles ist gebunden mit einem Computer. Und dieser Computer sagt dir, wann und wie. Und der Bauer kann sein, ich habe einen Freund, der war Ski machen auf in die Schweiz. Und auf einmal hat er in seinem Internet bekommen, dass in den Gebet 5 in Reihe 6 ist eine Panne. Telefoniert sein Nachbar, geht rüber und repariert diese Panne. Ja. Aber das ist, was ihr könnt sehen, alles wächst in die Wüste. Wieder Parallele. Parallele. Ja. Kann sagen, von einer Seite in die zweite. Aber wie ihr seht, die Bibel sagt uns, dass von Zion wird ja, die Weisheit rauskommen. Tora ist Weisheit, weil von Zion wird die Tora, die Weisheit rauskommen und der Wort Gottes von Jerusalem. Den Wort Gottes seid ihr mehrere Male eingeladen mitzukriegen, mit Daniel und Isolde, wenn er kommt mit uns nach Israel. Und der mehrere Propheten sagen, kommt hinauf, zieht hinauf zum Haus des Herrn, um näher den Wort Gottes zu kriegen. Aber dieser Land, dieser kleine Land, das Gott hat zurückgezogen zu ihrem Heimatland. Dieser Land war Licht und ist noch Licht für die ganze Welt. Und es fängt an mit diesem Tropfsystem, das hat den Hunger in die Welt reduziert, weil ihr müsst verstehen, in die ganze Welt heute, von Afrika, Asien, Amerika, Südamerika, Europa, auf einmal, von 25% Wasser, was mal hast du benutzt, musst du jetzt benutzen, und die Erträge sind 3-4 Mal größer. Welchen Hunger hat das in die ganze Welt vermeidet? Der Licht von Israel. Aber das ist nicht bloß die einzige Sache. Ja, wenn ihr habt ein Handy. Handy ist von Israel. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr wisst. Ja. Wenn ihr fahrt heute mit einem Fahrzeug und sie guckt auf die Navigation, das bringt euch auch hier. Waze oder Google, das ist Israel. Bis heute. Und ich habe bloß eine kleine Liste. Wir haben an die 10 Nobelpreisträger in diesem kleinen Land Israel. Israel bringt den Licht, wie Gott hat versprochen, in die ganze Welt. Und das ist, wie gesagt, bei Erfüllung die Prophetie, dass von Zion wird, ja, die Tora kommen und der Wort Gottes aus Jerusalem. Dankeschön. Vielen Dank, Dani. Ja, der Herr schenkt Frieden allen Völkern und diesen Frieden brauchen wir. Für diesen Frieden beten wir auch gleich. Aber
Wir sind auch tatkräftig unterwegs. Ihr wisst und ihr seid bestimmt unsere Hauptunterstützer für Israel. Und wir haben diese Woche den Film bekommen. Du machst den Ton an. Wir haben diese Woche den Film bekommen, wie der Bürgermeister mit der Jerusalem Foundation, wir können ja gerade nicht rüber wegen dem Krieg, wie dieser 56. Kindergarten eingeweiht wurde. Jerusalem ist mit nahezu 1 Million Einwohnern die größte Stadt Israels und gleichzeitig eine der ärmsten im Land. Im Stadtteil Pisgat Ziv im Norden der Stadt sind 40% der Bevölkerung jünger als 21 Jahre. Und daher ist der Bedarf an Kita-Plätzen besonders hoch. Genau da haben wir im Jahr 2023 einen weiteren Kindergarten saniert. Inzwischen ist es schon der 56. Seit 1983 unterstützen wir schon soziale Projekte in Israel. Aus der Freundschaft mit dem damaligen Bürgermeister von Jerusalem, Teddy Kollek, ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Jerusalem Foundation geworden, durch die wir die Kinderprojekte in Jerusalem unterstützen. Dank der farbenfrohen Gestaltung fühlen sich die Kinder hier richtig wohl und können angemessen lernen. Küche und Toilettenräume wurden modernisiert. Ungenutzte Flurbereiche wurden verkleinert, damit mehr Platz zum Spielen, Toben und Lernen entsteht. Auch der amtierende Bürgermeister von Jerusalem, Moshe Leon, schickt per Video seine Grüße und Dank. Lieber Daniel und Isolde Müller, liebe Freunde aus Deutschland, ich möchte euch von ganzem Herzen für die Renovierung des neuen Kindergartens danken. Dies ist bereits der 56. Kindergarten, der dank der Initiative der Familie Müller und in Zusammenarbeit mit großzügigen Spendern aus Deutschland und der Schweiz in Jerusalem renoviert werden konnte. Das machen sie schon seit Jahrzehnten in ihrer besonderen und bescheidenen Art. Und jedes Jahr kommt ein neuer Kindergarten hinzu. In meinem Namen und im Namen der Kinder und der Bewohner Jerusalems danke ich Ihnen für Ihre große Liebe für die nächste Generation Jerusalems. Vielen Dank an alle Unterstützer. Ja, und jetzt haben wir eine Riesenfreude. Wir haben Markus mit seiner Frau, die er vertritt. Er ist ein Israel-Freund pur. Er war, als in Gaza das losging, war er in Israel. Er hat es live erlebt, nicht direkt von in der Nähe, sondern war am See Genezareth, glaube ich, zu der Zeit. Hinter Beersheba in Jerocham. Schon recht nahe dort, ja. Also, da hat es ordentlich gewumst. Ja, mach ein bisschen lauter. Ja, und er und seine Frau, das schlägt das Herz für Israel. Wir hatten keine Angst, dass er wiederkommt, weil wir gesagt haben, also Markus und Louis, wenn kein Flieger geht, die laufen nach Hause. Also die, aber sie sind mit einer Bundeswehrmaschine heimgekommen und gut heimgekommen. Aber jetzt wollen wir nicht über diese Geschichte reden, sondern sie. Meine Frau und ich, wir haben schon zum vierten Mal in Israel Kalender gemacht, so ein DIN A3 Wandkalender. Und der Zweck soll einfach sein, dass wir damit Israel unterstützen und ganz speziell das Projekt vom Missionswerk mit den Kindertagesstätten in Jerusalem. Alles, was über unsere Druckkosten hinausgeht, wollten wir spenden. Ein ganz herzliches Dank an euch alle, die wo ihren Kalender gekauft habt, hier und auch sonst wo. Und da ist eine super Summe zusammengekommen an Spendengeldern. 1768 Euro habe ich diese Woche überwiesen. Und das ist bitte Daniel. Vielen, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Das ist ja super. Ja, jetzt ist es nicht mehr nur der Viertel, jetzt ist irgendwas zwischendrin. Vielen, vielen, vielen Dank. Alles klar, danke. Vielen Dank. Und ihr wisst, das nächste Jahr kommt auch wieder.
für einen Kalender. Sie sind da sehr, sehr eifrig und auch im Beten für Israel und für Jerusalem. Und wir machen ja viele Projekte. Ich möchte euch noch das von der Jerusalem Foundation kurz zeigen. Nicht jedes Projekt, da könnte man fast den Tag füllen. Wir machen noch viele andere auch in Israel, aber jetzt gerade für die Nothilfe. Am 7. Oktober 2023 veränderte sich alles in Israel. Über 20.000 Flüchtlinge aus dem Süden und Norden Israels wurden nach dem Hamas-Angriff in Jerusalem in sicheren Quartieren untergebracht. Das Missionswerk Karlsruhe unterstützt durch die Jerusalem Foundation unterschiedliche Nothilfeprojekte für Kinder, Familien und Notleidende in der Stadt. Alle Betroffenen werden mit dem Nötigsten versorgt. Verschiedene Betreuungsprojekte schaffen in den Unterkünften einen würdigen Lebensalltag für die Kinder. So wird den Familien und den traumatisierten Kindern geholfen, bis sie wieder nach Hause zurückkehren können. Die Nothilfeprojekte helfen denen, die vom Krieg am stärksten betroffen sind. Verwundeten, die in Jerusalem behandelt werden. Menschen, die alles verloren haben. Und Familien, die vor dem Krieg fliehen mussten. Wir danken unseren Freunden vom Missionswerk Karlsruhe, die es ermöglichen, dieser dringenden Notlage in Israel zu begegnen. Wir werden weiter an der Seite von Kindern und Erwachsenen in Jerusalem stehen und ihnen helfen, eine neue Zukunft aufzubauen. Seit 1983 haben wir in Jerusalem 56 Kindergärten gebaut und saniert. Und wir bauen und helfen weiter. Wir wollen heute wirklich Israel von ein paar Seiten beleuchten oder vom geistlichen Bereich, vom geografischen Bereich und auch vom aktuellen Bereich. Ich möchte ein bisschen noch vom geistlichen Bereich streifen. Ich habe das recht ausführlich gemacht. Das steht im Internet, heißt auch Warum Israel. Möchte ich heute ein bisschen kürzer streifen. Lieben, warum sind wir für Israel? Wir sind nicht für Israel, weil wir fanatisch sind. Solche Leute gibt's auch. Die sind aber schwierig, die Leute oftmals. Nicht, weil wir gerne reisen. Das ist auch nicht der Grund. Und auch nicht, weil wir religiös sein wollen oder Emotionen haben. Nee. Israel ist auch nicht so wichtig, weil also von rein den Größen kann man nicht sagen, dass Israel bedeutend ist in dieser Welt. Wenn wir sehen, die Fläche auf der Erde, hat Israel 0,014% von der Erde. Die Einwohner, wenn man die nimmt, das sind 0,125% der Erdbevölkerung. Und die ganzen Juden auf der Erde sind 0,1875%. Also wegen den Zahlen, dass die viel sind und dass die was zu sagen haben, ist eigentlich nicht der Grund. Es gibt viele geografische, lieben Zentren, aber es gibt eine und die ist ganz besonders für uns Christen wichtig, aber die anderen wissen es nicht, für die ganze Erde. Ein Platz der Schöpfung, ein Platz auf der Erde, ein Platz, wo die Zukunft eigentlich bestimmt wird und das ist der Platz des Königs, die Stadt Jerusalem.
Das ist das Zentrum eigentlich dieser Welt. Ihr seht hier, wie auch in den letzten Monaten sich es darum gedreht hat. Gaza ist zwar ein Stück weg von Jerusalem, aber es wurde ausgerufen auf Jerusalem. Ihr seht hier ja auch einen Blickwinkel, wie wir es auch als Grube sehen. Hier, das ist die Klagemauer. Und hier hinten dran, das ist schon das muslimische Gebiet, wo die Araber beten. Also hinter der Mauer. Das ist so klar. Und das ist auch bildlich gesprochen eine Trennlinie. Und ihr Lieben, die Hamas hat nicht ausgerufen Befreiung oder mehr Land, sondern sie haben ausgerufen Al-Aqsa-Flut, also das heißt die Vernichtung Israels. Wenn wir in unserem Europa sehen oder weltweit, heißt es Freiheit, Palästina und so weiter. Das ist nicht der wahre Hintergrund, das ist viel Propaganda, sondern dahinter steckt ganz klar, sie wollen Israel vernichten. Und da ist es auch unsere Sache, wo stehen wir, hinter was stehen wir? Wir können nicht neutral bleiben. Ihr Lieben, es heißt, das Gegenteil von Hass ist, ihr Lieben, ist, Moment, ich habe mich vertan. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Sind wir gleichgültig? Ach, lass doch die machen. Ach, vielleicht sind die doch im Unrecht und so weiter. Und Edmund Burke hat gesagt, damit das Böse triumphieren kann, müssen die Guten lediglich nichts tun. Und da sind die Christen wieder gut drin. Oftmals im Nichtstun. Und ihr Lieben, wir müssen wirklich aufstehen und jetzt wirklich zu Israel stehen. Und der Antisemitismus, ihr Lieben, ist der älteste menschliche Rassismus. Und Antisemitismus bezeichnet Feindschaft, Vorurteile und Diskriminierung gegen die Juden. Und ihr Lieben, wenn wir in Deutschland für Antisemitismus ist ein großes Wort und ist jetzt richtig in die Öffentlichkeit getreten. Und ich sag dir, ja, der älteste Rassismus. Und wisst ihr, wir in Deutschland kümmern uns um Mohrenköpfe, die nicht mehr Mohrenköpfe sagen dürfen, aber Antisemitismus ist eigentlich an jeder Ecke zu finden. Und ich glaube, wir müssen wieder als Christen zum Fundament kommen. Gott liebt Israel wie ein Vater sein Sohn liebt. Das sehen wir in 2. Mose 4, 22. Und ich möchte euch vorlesen von 1. Mose 12, 3. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Ja, was ist dann, wenn es nicht mehr da wäre? Wenn, ihr Lieben, alle Völker, es heißt nicht die einen oder die anderen. Und ihr Lieben, Gott ist ein Gott eines Bundes. Und das ist für mich so wichtig geworden, als ich nach dem 7. Oktober mich damit befasst habe, dass das wirklich der Bund eigentlich für uns Christen die Hauptsache ist, zum hinter Israel zu stehen. Israel hat Fehler gemacht, machen immer noch Fehler, sind auch Menschen. Israel hat gesündigt und da sind die Christen wieder ganz an erster Stelle. So am ersten, zweiten Tag habe ich schon die Nachricht bekommen, Israel hat gesündigt, das haben sie verdient von Christen. Und ihr Lieben, da geht einem der Hut hoch. Welcher Christ darf so eine Aussage machen, wenn er nicht selber auf sich schaut? Hat ein Christ nie gesündigt? Hat so ein Mensch, der so eine Aussage macht, nie gesündigt? Wir alle, heißt auch in der Bibel, sind Sünder.
Und von dem her können wir nicht da richten. Wisst ihr, die Christen sind gut im Richten. Das sind sie speziell. Aber im Segnen und Lieben, da muss man oftmals noch üben. 1. Mose 17, Vers 3 bis 7. Ich verspreche dir, du, also Abraham, wirst zum Stammvater vieler Völker werden. Darum sollst du von nun an nicht mehr Abraham heißen, erhabener Vater, sondern Vater der Völkermenge. Ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen. Was da drin steht, ihr Lieben, wer ist ein Nachkomme von Abraham? Hat es da ein paar da? So, ja doch, 10%. Okay. Ja, und da heißt es, dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Das ist ein Bund. Das ist nicht, hey, ich weiß nicht, mir qualmt das oder jenes, ich weiß nicht, ob ich soll. Lieben, das ist, gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu? Das steht über allem, was danach, Lieben, was danach von Menschen über Israel gesagt oder beschlossen wurde. Gott verhandelt nicht mit der UN über seinen Bund. Sagt die UN, ja gut, die sagen viel. Also, was einem oftmals sehr gitzelt und auch nicht der Wahrheit entspricht. Aber das wollen wir jetzt nicht behandeln. 1. Mose 35, 12, 11 bis 12. Ich bin der allmächtige Gott. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass nicht nur ein Volk, sondern eine ganze Schar von Völkern daraus entsteht. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Dir und deinen Nachkommen gebe ich das Land, das ich Abraham und Isaak versprochen habe. Weiter, 2. Mose 32, 13. Denk daran, dass du deinen Dienern Abraham, Diener Abraham, Isaak und Jakob, deinen Namen, bei deinem Namen geschworen hast. Ich lasse eure Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Sie werden das Land, das ich euch versprochen habe, für immer besitzen. Das steht klar in der Bibel drin. 3. Mose 26, 44. Doch selbst wenn sie im Land der Feinde leben müssen, will ich mich nicht völlig von ihnen abwenden und nur Abscheu für sie empfinden. Ich lasse sie nicht alle zugrunde gehen. Mein Bund mit ihnen breche ich nicht, denn ich bin der Herr, ihr Gott. Gott wusste, ihr Lieben, dass sie nicht immer gehorchen. Gott wusste, dass sie Blödsinn machen. Wir machen auch Blödsinn und ihr auch. Gott ist aber nicht ein Rassist, der nur Juden liebt. Ihr Lieben, Gott sei Dank, er sandte Jesus, damit du auch in diesen Bund aufgenommen werden kannst. Ich weiß nicht, 10% sind begeistert. Okay. Er sandte Jesus, damit du da rein kannst, dass du nicht sagst, oh schade, ich wäre auch gerne dabei. Er sandte Jesus. Und Israel ist Gottes Volk. Von da aus verbreitete sich das Evangelium auf die ganze Erde. Wenn wir meinen, dass Israel gesündigt hat, das habe ich euch schon gesagt, dann müssen wir uns selber fragen, was haben wir alles verbockt? Waren die Christen der Vergangenheit perfekt? Wenn ihr die Geschichte hört, ist das traurig. Es gibt nur einen Grund, ihr Lieben, für die Existenzrecht des jüdischen Volkes Israel, das ist der Bund Gottes, der genauso für uns ist wie für die Juden. Das ist das, Gott hält seinen Bund. Es gelang noch niemand auf der Welt, die Juden auszulöschen.
immer wieder schreckliche Dinge, wie jetzt auch in Gaza passiert sind. Sein Bund ist ewig mit Israel, aber auch mit dir, wenn du dazugehörst. Paulus spricht von zwei Olivbäumen, dem edlen Baum, Olivbaum Israel. Gott hat ihn gezüchtet und bearbeitet, und dem wilden Baum aller Völker ohne Züchtigung, wo die Nichtjuden, die Heiden dazugehören. Und das begeistert mich. Und durch das Einpropfen haben wir die gleiche Wurzel. Und ich möchte jetzt wirklich Römer 11, 17 bis 24 am Stück lesen, denn da steckt das drin, wo du eigentlich gar keine Chance hast als Christ, nicht für Israel zu sein. Nicht, weil Israel Israel ist, sondern weil du in den Bund eingepropft bist. Lass mich das mal lesen. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepropft. So lebt ihr von den Wurzeln und den Säften des edlen Ölbaums. Also, das ihr sind wir gemeint. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Freilich könnte jemand einwenden, man hat die Zweige doch herausgebrochen, damit ich dort Platz habe. Das ist richtig. Sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt. Seid deshalb aber nicht hochmütig, sondern passt auf, dass es euch nicht genauso ergeht. Denn hat Gott die Zweige des edlen Ölbaums nicht verschont, wird er euch erst recht nicht verschonen. Zweierlei sollt ihr daran erkennen: Gottes Güte und seine Strenge. Gottes Strenge seht ihr an denen, die ihm untreu geworden sind. Seine Güte aber gilt euch, wenn ihr euch immer auf sie verlasst. Sonst werdet auch ihr wie die Zweige herausgebrochen. Umgekehrt werden alle aus dem Volk Israel wieder eingepropft, wenn sie den Glauben nicht länger ablehnen. Gott hat sehr wohl die Macht dazu. Immerhin hat er auch als Zweige eines wilden Ölbaums, dem edlen Ölbaum, aufgepropft, was sonst niemand tun würde. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die Juden als die herausgebrochenen Zweige wieder auf den Ölbaum zu propfen, auf dem sie ursprünglich gehören? Soweit. Ist das nicht eindeutig? Ihr Lieben, es dreht sich nicht das und jenes und wir sind immer so detailliert, sondern glaube ich an Gott oder glaube ich nicht an Gott? Wenn ich glaube, das sind die Juden, die glauben dabei, und die Christen, die glauben dabei, mit der gleichen Wurzel. Nicht ein Baum mit Juden, ein Baum mit Zink, sondern wir haben denselben Gott. Nicht alle Religionen haben denselben Gott. Ihr wisst ja, dass das auch unter Christen manchmal üblich ist. Ja, es gibt ja eh nur einen Gott und der heißt mal so, heißt mal... Nein, aber wir haben mit den Juden denselben Gott. Amen. Wow, das hat jetzt jeder kapiert. Ja, Volk Israel und Christen, ihr Lieben, sind Zweige in diesem Ölbaum. Wir Christen sind eingepropft in den Bund, und das soll auch uns Mut machen. Wir dienen einem Gott, der mit uns einen Bund gemacht hat, den er nie, nie, nie brechen wird. Ist das nicht wunderbar? Den er nie brechen wird. Juden, ihr Lieben, und Christen zusammen auf einem Ölbaum. Und vereint, ihr Lieben, vereint, es heißt nicht nebeneinander, sondern vereint, weil wir an denselben Gott glauben. Und hier, ihr Lieben, ist es auch
Jesus, der Jude, lebt in dir. Jetzt betet vielleicht der eine oder andere, oh Jesus, werde du doch auch Christ. Ja, gut. Jesus, der Jude, lebt in uns. In wem? Wer hat das? Ein paar müssen es noch echt noch überlegen. Ja, okay. Ihr könnt es, ja. Ja, eines Tages, ihr Lieben, ihr wisst, die Juden glauben, dass der Messias wieder kommen wird zum ersten Mal. Und ein lieber Freund von mir hat gesagt, das ist ganz einfach. Wenn Jesus wiederkommt, wird es eine Pressekonferenz geben. Und einer wird fragen, Jesus, bist du zum ersten Mal da oder bist du zum zweiten Mal da? Ja, ihr Lieben, egal wie, er wird kommen, Jesus wird kommen. Wir wollen beten für all die Juden, die noch nicht Gott nachfolgen. Ich habe den Rabbi gefragt und er sagt, ungefähr so 60% von Israel glauben, dass es einen Gott gibt. Es gibt, meine ich, 2% messianische Juden und dann gibt's alles zwischendrin natürlich. Aber, ihr Lieben, in Deutschland sind es nicht mehr 60%, die glauben, dass es einen Gott gibt. Also den Gott gibt. Die gibt ja viele. Und ihr Lieben, sie sind viel näher dran. Aber das ist jetzt nicht Thema, sondern wir sind wirklich eingepropft und möchten da auch wirklich, wirklich in diesem Bund leben. Möchtest du das? Wirklich in diesem Bund? Und das ist nicht, wie ich schon anfangs gesagt habe, ist nicht irgendwie eine Frage, mag ich das lieber oder jenes oder kann ich mich so oder so entscheiden? Nein. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Bin ich eingepropft oder nicht? Wäre ich schon drinnen? Okay, das ist was Schönes. Und so als solchen Ölbaum treten wir auch heute auf. Und wir wollen jetzt auch ins Gebet gehen, ihr Lieben, wo wir wirklich, wirklich Israel segnen möchten und auch wirklich dafür beten möchten. Ich möchte die lieben Pastoren nach vorne bitten, möchte den Johann nach vorne bitten. Wir konnten ihn gewinnen wieder. Er hat einen Gebetserlebnistag so wunderbar Shofar geblasen und er wird uns hineinführen. Wir wollen dann ins Gebet gehen. Einige von uns werden uns dann übers Mikrofon beten und am Schluss wird er es wieder beenden mit Shofar. Ja. Er sagt gerade, ja, wir wollen für die Gefangenen beten, die, ja. Sie kommen zurück schnellsten. Jawohl, dass sie. Gibt es Kinder in der Alter von 10 Monaten, genommen nach Gaza mit der Mutter und dem Vater und Leute, die sind über 80 Jahre ohne Medikamente schon 102 Tage. Und wir können sie nicht finden, weil sie sind rund diese Terroristen und sie halten sie. Und Israel ist kämpfen in eine schreckliche Situation. Und wir müssen beten, dass sie kommen zurück schnell. Jawohl. Und bitte jeder betet in der Herz. Ja, lasst uns aufstehen, lasst uns wirklich vor Gott reden und jetzt nicht rumschauen, sondern lasst uns wirklich ernsthaft uns einklinken. Thank you.
Himmlischer Vater, wir kommen zu dir. Mit all, gemeinsam mit unseren lieben Freunden aus Israel und Herr, dem ganzen Volk, Herr. Ich danke dir, dass wir heute hier stehen dürfen und beten dürfen. Mit dir in Kontakt treten dürfen und ich danke dir dafür, Herr, wir müssen dir nicht die ganze Situation erklären, aber wir dürfen dich bitten und dir danken. Herr, wir wollen dich bitten, wie es Onni gerade gesagt hat, für die vielen, die als Geiseln genommen wurden, in Gefängnissen sitzen. Herr, danke, dass du ein Wunder tust. Herr, wir wollen das wieder erleben, wie beim letzten Mal, wo wir gebetet haben, wo ein paar Tage später, Herr, viele freigelassen wurden. Und Herr, wir maßen es uns nicht an, dass wir die sind, die wir beten und es geschieht, aber wir dürfen beten und es geschieht. Und Herr, das sind, wenn wir sagen, meine ich die ganzen Christen, die für Israel sind, die aufrichtig dafür beten. Und ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass diese Menschen frei werden. Sei du mit ihnen, gerade dort, wo sie sind. Und ich danke dir dafür, Herr, du hast Israel schon so viele Dinge gegeben aus Weisheit, dass sie Kriege gewonnen haben. Herr, durch Wunder, wo Dinge geschehen sind, wo keiner erklären kann bis heute, wo richtige Zeit am richtigen Ort war. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du jetzt auch Wunder tust, Herr. Ganz besonders bei den Geiseln. Und Herr, wir kommen auch zu all denen, Herr, die jemand verloren haben, die Krüppel geworden sind, Herr, die leiden, die ihre Familie verloren haben, ihre Kinder, ihre Ehepartner. Herr, wir kommen zu dir und Herr, wir bitten dich, tröste sie, liebe sie, lass sie deine Liebe verspüren und Herr, lass sie verspüren, Herr, dass nur bei dir, Herr, Hilfe ist für ihre Seele. Für ihren Geist. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir im Glauben die Kraft bekommen, Herr. Und nicht durch Theorien, Herr. Danke, Herr. Und Herr, wir legen dir auch die ganze Regierung hin. Herr, du siehst, was Not an Mann ist. Du siehst, Herr, was an Weisheit mangelt. Und ich danke dir dafür, du bist ein Gott der Weisheit. Und Herr, komme du in das ganze Regierungsgeschehen mit deiner Weisheit. Danke, Herr, dass die Richtigen regieren und regieren werden, Herr. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der aufdeckt, was falsch und was richtig ist. Dass du der Herr bist, der dieses Land bis zur Stunde gesegnet hast. Und ich danke dir dafür, Herr. Lass auch diese Situation dazu beitragen, dass das Land noch mehr eins wird, miteinander und den lebendigen Gott sucht. Den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Danke, danke, danke. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir vor dir stehen dürfen und wir kommen heute als Fürbitter für dein Volk. Und wir danken dir, dass du einen ewigen Bund mit ihnen geschlossen hast. Und egal was war, es ist dein Augapfel und dein Bund besteht ewig. Und wir danken dir, dass deine Hand über deinem Volk ist. Und auch, wo da jetzt so Schreckliches passiert ist, dass du sie nicht verlässt, sondern dass du mit ihnen bist. Und wir danken dir, dass auch die Geiseln freikommen. Wie schon gebeten, Jesus, dass du ein Wunder tust, dass du sie herausführst aus dieser Gefangenschaft und dass sie wieder zu ihrer Familie zurückkehren können. Danke, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, dass du ein Gott bist, der hört und ein Gott, der sieht. Und du wirst dein Volk nicht verlassen. Und das dürfen wir wissen und dafür danken wir dir.
Und wir danken dir, dass du die Herzen jedes Einzelnen berührst, dass sie umkehren zu dir, dass sie dich finden, dass sie dich erkennen. Und wir danken dir einfach, dass du ein Gott bist, auf den man sich verlassen kann. Und wir danken dir für Weisheit für die Regierenden, dass du sie segnest, dass du ihnen Weisheit gibst, die nächsten Schritte zu tun, dass du sie ausrüstet mit all dem, was sie brauchen von dir. Wir danken dir. Wir danken dir einfach, dass wir heute vor dir stehen dürfen und dich bitten dürfen. Und wir danken dir, dass du hörst und dass du siehst. Amen. Danke, Jesus, dass wir uns eins machen dürfen mit Israel hier jetzt. Danke, Jesus, es ist dein Volk, was du liebst, Jesus, was wir auch lieben, Jesus. Danke für den Segen, den du auf Israel gelegt hast und noch legen wirst, Jesus. Und auch das, was wir gehört haben schon von Dani. Danke, Jesus, dass du Israel segnest. Und wir wollen einstehen für Israel jetzt hier einfach auch im Gebet, Jesus. Du siehst diese Not, die in diesem Volk ist aktuell, dass du den Menschen ganz persönlich begegnest und dich ihnen offenbarst, dich ihnen als Hoffnung offenbarst und sagst, ich bin hier, ich kenne dich. Jesus, zeig du dich ihnen, Jesus. Hilfst du auch, dass die Gefangenen wieder zurückgeführt werden, Jesus. Wir wollen beten wirklich, dass ein Wunder passiert. Wir wollen, wenn wir beten, erwarten, Jesus, dass Zeichen und Wunder passieren, dass du Dinge bewegen kannst, Jesus, und dass du dich Menschen offenbarst, dass Menschen dich neu erleben, dich neu kennenlernen und merken, dass sie vielleicht auf dem Holzweg sind, Jesus, und sagen, nee, ich möchte wirklich auch mit dir unterwegs sein und sehen, dass das, was ich getan habe, vielleicht falsch war und Buße tun. Vater, wir kommen vor dich. Offenbar du dich Menschen ganz neu. Und wir wollen dich auch bitten für die Regierung, Jesus, dass du ihnen Weisheit gibst in all den Schritten, Jesus, was jetzt gemacht werden muss. Schenk du ihnen Weisheit, Jesus, dass sie auf dich schauen und gucken, was jetzt dran ist zu tun oder vielleicht zu lassen, Jesus. Wir legen es dir hin, Jesus. In dir ist alle Weisheit, Jesus. Wir kommen zu dir und wir geben dir das hin. Dir sei alle Ehre, Jesus. Wir loben dich und wir preisen dich, Jesus. Amen. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du durch die Propheten gesprochen hast und dass du angekündigt bist als Friedensfürst, der Frieden schenkt, Herr. Und so beten wir, dass dieser Friede hineinfindet in die Herzen, so wie du zugesagt hast, dass du in die Herzen deinen Geist ausgießt, dass dort, wo Herzen verhärtet sind, wo Herzen vergiftet sind, wo Herzen verwundet sind, du durch deinen Geist Heilung hineinlegst, Herr, dass Heilung entsteht, dass Versöhnung entsteht, dass Frieden wachsen kann dort, wo menschlich keine Perspektive ist. Aber wir danken dir, dass du Hoffnung geschenkt hast und dass wir lebendige Hoffnung haben und dass du ein Licht gegeben hast, das wir ergreifen dürfen. Und wir beten, Herr, dass dieses Licht die Menschen erleuchtet, dass es dort hineinscheint, wo es dunkel ist und dass diese Hoffnung ganz neu aufkeimt. Wir danken dir, dass wir segnen dürfen und dass dieser Segen einfach Leben spendet und Leben schenkt. Du bist der Herr, unser Gott, und wir ehren dich. Amen. Bevor wieder gleich Dani ans Mikrofon kommt, möchte ich euch noch eine zweite Sparte vorstellen oder eine weitere Sparte vorstellen, ohne Angst zu haben, dass wir gleich wieder ein Opfer machen. Das machen wir nicht. Wenn du was geben möchtest, hast du viele Wege, das zu tun. Also ganz entspannt. Wir haben angefangen vor vielen, vielen Jahren,
hat mein Vater Bäume gepflanzt mit dem jüdischen Nationalfonds. Dani hat es vorher schon gesagt. Und so durch manchen Wald, wo man da drüben fährt, sind's Bäume, die ursprünglich mal gepflanzt wurden. Wir haben ja mal zusammengerechnet, über 15.000 Pilger nach Israel gebracht über die vielen Jahre. Und da waren mal in einem Jahr 5.000 Koreaner. Das weiß Oni noch sehr gut von seinem Vater und ich von meinem Vater. Ja, 10 Busse, glaube ich, gell, Dani? Das war eine Riesenmenge. Und ja, Bäume gepflanzt mit dem jüdischen Nationalfonds, der sich KKL nennt. Und wir haben, jetzt muss ich rechnen, ich glaube vorletztes Jahr war es, haben wir die Einweihung gehabt von dem Gospel Trail. Also das ist ein Stück vom Gospel Trail, das ist Nazareth, dort wo man Jesus runterwerfen wollte und er mitten hindurch ging, ist ein unglaublich schöner Platz zum Schauen. Nur wenn die Leute da hochkommen, wissen sie nicht, was sie dort mit anfangen sollen. Und ganz besonders das israelische Volk. Und da haben wir den Platz hergerichtet und Bänke installiert, QR-Code installiert, wo man schauen kann, wo jeder schauen kann in seiner Sprache, was ist da passiert und da ist Berg Tabor, da ist das und da ist jenes. Und so haben wir auch eine Möglichkeit, in das israelische Volk, ich sage Israel nicht nur jüdisches, sondern auch die Araber, es ist auch für die in ihrer Sprache, und dass die dort sehen, was ist da von unserem Gott in diesem Land passiert. Also ist so eine, wie soll ich sagen, auch eine verdeckte Mission. Und die QR-Code geht auf unsere Webseite, und auf unserer Webseite ist eine lange Erklärung, was dort ist und wie das ist, und auch so eine Google Maps-Seite, wo man sieht, was wo ist. Und das haben wir dort getan, und zur Einweihung gab es einen Film, und den schauen wir uns kurz an. Wir sind heute Morgen hier auf diesen Springberg in Nazareth gekommen und haben die Einweihung gefeiert von diesem Gebetsweg. Das Missionswerk Karlsruhe mit seinen Freunden hat diesen Gebetsweg finanziert, und wir sind so glücklich, dass wir das mit KKL zusammen tun dürfen, dem jüdischen Nationalfonds. Dass die Menschen, die hierher kommen, die Bibelstellen kennen, was hier passiert ist, haben wir auf Tafeln und auf Steintafeln und auch mit einem QR-Code festgehalten. Den kann man scannen und man hat in 3 Sprachen die Antworten. Man kann das ganze Gebiet erforschen, was hier geschehen ist. הנופים של הארץ הזאת, שאנחנו רואים חלק מהם כאן, הם בבסיס בני 3,000, 2,000 שנה והלאה. והמדינה ממשיכה להתפתח, ישראל ממשיכה להתפתח, ויש עוד הרבה מאוד מה לעשות במדינה, ולכן אנחנו מאוד מאוד שמחים על שיתוף הפעולה והפרטנרשיפ שיש לנו עם הקהילה שלכם, ואנחנו מקווים שאנחנו נמשיך לפתח את הארץ, את ישראל, שתהיה ארץ יפה וירוקה ומפותחת, לטובת כל מי שגר פה וכל מי שמבקר פה. Mein Vater hat vor vielen, vielen Jahren mit KKL, dem jüdischen Nationalfonds, Bäume gepflanzt. Und so manchen Wäldchen, wo wir durchfahren, sind die Spuren zu sehen, die wir damals hinterlassen haben, mit Bäume gepflanzt. Ja, wir sind so glücklich, dass wir heute hier sind. Wir waren im Oktober letzten Jahr hier, haben die ganze Sache angeschaut, und es war unser Wunsch, es war eigentlich auch Danis Idee, aus diesem Platz einen Gebetsweg zu machen, dass die
Menschen, viele, viele Gruppen kommen hierher, aber auch Israelis, die hier einen schönen Tag verbringen. השביל הזה הוא הודות לכם, וזה המקום להגיד לכם תודה מעומק הלב על כל העזרה ועל כל שיתוף הפעולה. אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה. Ja, das ist das, was in Nazareth gemacht wurde. Das Projekt ist abgeschlossen, das funktioniert. Dani hat schon Videos geschickt, wie dort Gruppen unterwegs sind. Und Dank auch von Gruppen, eine Schweizer Gruppe, wo sich bedankt hat, dass wir das gemacht haben. Und ihr habt ja das Hebräisch alles verstanden und die Schrift war ein bisschen klein zum Lesen. Wenn ihr aber das schauen wollt, auf unserer Webseite Israel ist der Film auch drauf. Was ich euch jetzt zeigen möchte, das haben die wenigsten noch gesehen. Wir machen das nächste Projekt, das ist schon angestoßen, Emmaus. Emmaus, wir waren mit Dani dort. Dort gibt's einen Platz, wo man wieder wunderbar schauen kann, wenn man dort ist, auf Kiryat Yarim, wo ja die Bundeslade stand. Das ist ein paar Meter weg. Der Weg von Emmaus nach Jerusalem. Und dort ist ein Platz, den wir herrichten werden, dass Busse parken können, dass dort auch wirklich die Geschichte von Emmaus dargestellt wird und man dort Andachten machen kann. Und nicht ohne Eigennutz, wenn wir dorthin gehen, machen wir sie dort auch. Das ist wirklich ein ruhiger Platz. Ruhiger Platz in Israel ist sehr selten, außer an der Wüste. Aber ansonsten ist, also wir waren mal filmen, dort ein paar Mal filmen. Das merkst du als Tourist nicht, wie laut Israel ist. Du fängst irgendwas an zu sprechen und dann heult da eine Sirene, also vom Krankenwagen und dann hupt da mal wieder jemand und so weiter. Es ist kaum möglich, eine Szene ohne Krach in die Kiste zu bekommen. Und dort in Emmaus ist es richtig, richtig schön ruhig, in einem Waldstück drin. Ganz, ganz große Klasse. Ich zeige euch noch den Film und dann, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr das unterstützen oder anderen weitersagen. Wir stehen hier in Emmaus und hier sind einige Ausgrabungen in der Gegend. Und von hier aus hat man einen wunderbaren Blick, wo wir wieder ein neues Projekt starten möchten, wo wir den Menschen erklären, was hier passiert ist, dass viele Menschen Zugang haben zu diesem Platz hier und wo Andachten gemacht werden können. Und es ist eine wunderbare Aussicht hier und ein wunderbarer Platz. Das hier ist ein wunderbarer, genialer Platz hier in Emmaus. Und ein paar Meter auf dieser Seite ist Kiryat Yarim, wo ja bei Obed-Edom die Bundeslade stand. Und hinter mir, ein paar Meter weiter nach unten, beginnt der Originalweg, wo Jesus mit den Jüngern hierher gekommen ist, wo sie ihn nicht erkannt haben. Wir haben den Weg gesehen, der ist sehr rau, da kann man kaum gehen. Also es ist wirklich wie von der Zeit Jesu dieser Weg. Und es ist wirklich genial, wie ich sage. Und wir wollen dieses ganze Gebiet, diesen großen Platz ausbauen, so dass Gruppen herkommen können, dass Busse halten können und möchten hier auf Tafeln, wie wir es auch in Nazareth getan haben, der Bevölkerung erklären, was hier passiert ist und was man von hier aus sieht. Ich möchte dich ganz herzlich einladen, dich an diesem Projekt zu beteiligen. Die Strecke, dass Jesus von hier wurde oder hat begleitet die Jünger auf ihren Weg nach Emmaus. Wir sind hier nicht weit von Kiryat Yarim an die Mitte, die Strecke zwischen Jerusalem und Emmaus. Und von hier haben wir unter uns im Tal die originale Strecke, dass auch die Pilger später sind gegangen. Diese Strecke, das geht von hier runter bis nach Emmaus, so dass es ist ein herrlicher Platz hier, wo wir können eine schöne Andacht halten und Gruppen das kommen, so dass es wird wieder ein großes Geschenk von Missionswerk an
Israel, an die christliche Welt, das wird herkommen und genießen diesen herrlichen Platz. Also einen großen Dank den Missionswerk Karlsruhe. Wo ich da jetzt gerade stand, denke ich, was für ein Vorrecht ist es, den Israelis Israel zu erklären. Ja, und jetzt ein Israeli erklärt euch jetzt auch mehr von Israel. Dani, wir freuen uns auf dich. Danke. Ja, ihr werdet sehen, ich gehe hier mit einem Soldatenzeichen. Jeder Soldat in Israel, das ist im Militär, hat ein solches Zeichen. Dort meistens steht sein Name, seine Nummer und oft auch seine Blutart. Und das ist, dass wenn er fällt irgendwo, dann das ist ein Zeichen, das kann man finden. Heute mit das Zusammenleben und Gedanken mit den Leuten, die Gefangenen, sind nicht Gefangene, das sind die Geisel. Gefangene sind in Krieg gefangen und wenn jemand sieht man von Bild hinaus, ist er kein Gefangene, er ist ein Geisel. Ja. Alle Israelis gehen damit und steht, unser Herz ist in Gaza mit den Leuten. Also wenn ihr seht, ein Israeli, fast alle haben das. Man bezahlt ein paar Groschen und das ist eigentlich für helfen, den Kampf von die Familien, das Kämpfen tagtäglich für ihre Leute zurückbringen. Also, wollte bloß zeigen, auf was. Das ist die Rede. Ja, ich will versuchen, es war auch bei den Fragen, die wir haben gesehen, geben den Bild des Konflikt, das wir haben mit den Hamas heute. Und wie hat sich das entwickelt und warum? Und warum eigentlich, ihr seid auch in eine große Gefahr in meinen Augen, weil ihr seid auch in den Blick von den Extremisten. Und vielleicht erstmal erklären etwas über den Islam. Wenn ich nehme den Islam, dann müssen wir auch hier so Schichten machen. Die obere Schicht, meistens auch viele Theologen, dass sie den Islam ganz, ganz extrem sehen und alle Gesetze, genau was steht im Koran oder steht nicht, übersetzt man auf den Extremweg. Und nachher, das ist eine Schicht, ich hätte sie, Prozente will ich ja gar nicht sagen, weil ich habe nicht die Teile, aber ich hätte gesagt 10%, 5%. Nachher kommt der ganze andere Islam. Leute, sie sind anständige Leute. Die meisten gute Leute. Das wollen ganz einfach, ihre Familie zu ernähren, Nachbar, Freundschaft. Viele menschliche Gesetze sind in Grundlage, weil auch dort, wir reden über die Wüste, ist auch für ihn die Grundlage. Vielleicht ein Name, das 90% hier kennt, Schrager. Schrager ist ein Muslime. Seine Frau betet 3-mal oder 5-mal am Tag. Und ich kenne nicht viele Leute mit solchen riesigen Herzen wie Schrager. Und wird hier alle bestätigen. Und ich habe viele Freunde in diesem Rahmen. So dass ich will das gleich bedeuten, wenn ich werde jetzt etwas schimpfen, dass ich schimpfe auf diese Schicht, das ist oben. Weil diese Schicht, und hier kommen wir weiter zu dem Islam, wenn Sie reden auf die Schichten, dass das sind die Islam. Die sind die guten Leute. Aber von den Extremen kommt runter, dass wer das nicht Islam ist, und lebt in die Gebiete des Islam, bedeutet Juden, Christen und andere, sie sind Untermenschen. Sie sind bezeichnet als Schweine, als Hunde. Und wenn sie nicht akzeptieren, dass über ihnen, Superioren über ihnen, sind die Islamisten, dann haben sie kein Lebensrecht. Dann haben sie ein Lebensrecht. Man muss sie, und leider in den arabischen Wort ist der Wort Etbach. Etbach ist Schlachten. Und das ist eigentlich diese Schicht. Das Problem ist, dass oft die obere, die Hassenschicht, sie verhetzt
teilweise rein in diese, ja, gemäßigste Leute, und sie werden auch extrem. Eine andere Sache, und das ist wieder von Koran aus, unser Ziel ist Welt Islam machen. Und ein Land, das ist Islam gewesen, ist immer Islam. Und keiner in diesem Gebiet eigentlich darf nicht unter den Islam und diese Stufen leben. Und darum, ich weiß nicht, wenn ihr wisst, waren Attentäte in Spanien bis Córdoba, weil das war Islam schon. Vielleicht kennt ihr das. So geht es auch bis Wien, ihr wisst. Bis Wien. Das ist Islamland. Und hier habe ich euch gebracht vorhin den Bild, dass friedlich, ohne keinen Extrem, sind die Juden zurück zu ihrem Heimatland. Aber es war ein Problem bei den Extremisten. Und das ist, dass auf einmal in der Mitte des Islamwelt kommen Juden, dass sie nicht bereit sein, Schweine und unter den Islam diese Stufe zu leben. Sie wollen eine Demokratie durchführen. Und hier kamen zwei Sachen oder zwei Schichten. Eine, das war, dass mehrere Leute in den Nahen Osten, in Israel, die Leute, das waren mehr Intelligenz. Leute, das waren verständlich, haben gesagt, hurra, hier kommen auf einmal die Juden, westliche Kultur, teilweise nebenbei waren auch deutsche Siedlungen von den Templers, das nicht von weit von hier kamen zum Israel, bringen modernen Leben und wir werden den Lebensqualität in die ganze Umgebung erheben. Das war nebenbei der König von Jordanien, der Abdallah, das hat mit einem jüdischen Freund sogar ein Elektrizitätswerk gebaut, wo er hat genommen die Energie von den Jordan und noch ein Fluss und einen Stromleitung gemacht, von Toten mehr Mineralien, also viele Zusammenarbeit. Die Familie, das hat geführt, diese Richtung von Jerusalem, war eine Familie, wird euch nicht viel sagen, der Name Nashashibi. Sie haben gesagt, Jura. Aber hier kam der Chef von den Felsendom, der Abdelkader el-Husseini, die Familie von Husseini, das, sie waren die zweite Seite, die Extremseite. Was auf einmal, diese kommen zu dem Islamland und sind nicht bereit, unter diesem Schirm zu leben. Und dann oft in extrem, theologische Feiern, besonders eine Feier, ja, sie haben gefeiert, nicht weit von Jericho, dass dort zeigen sie den Grab von Moses. Grab von Moses. Über den Jordan. Wie ist er dorthin gekommen? Also sie erzählen ein kleines Märchen, dass der Moses wollte zum Heiligen Land, aber Gott hat ihn nicht erlaubt. Aber oben auf die Golanen ist dort ein schöner Krater mit Wasser. Und dieser Wasser versickert und kommt in Caesarea Philippi raus. Und von dort ist er reingegangen, drin, und er ist ja in Israel. Nicht wichtig, wahr, nicht wahr, Legende ist schön. Aber dort hat dieser Ahmed Kader el-Husseini, hat dort verhetzt die Leute. Leute, sie Juden, sie sind hier in Israel, sie haben nicht ein Quadratmeter Araber genommen. Sie haben nicht ein Araber weggejagt. Sie konnten auch gar nicht, weil war türkisches Regime und war englisches Regime. Sondern konnten gar nicht sagen, du bist hier und du bist dort. Und sie haben verhetzt diese Leute und mit diesem Hass sind sie raufgelaufen nach Jerusalem mit dem Ruf Etbach el-Yahud. Dieser Etbach el-Yahud ist, schlachtet die Juden. Und so ein paar Male sind sie rauf nach Jerusalem, rauf nach Hebron und das alles auch in diese Richtung gemacht. Der Konflikt am Anfang war gar nicht so sehr ein großer Konflikt. Die Araber haben gesagt, diese Juden, sie haben schöne Felder, sie haben schöne, oft fahren sie mit den Autos auf die Straßen. Also
was ist, wenn wir räubern? Am Anfang war das bloß Räubern und nachher war das auch Mord mit diesem Hass und dann war das auch Vergewaltigung von Frauen. Und die Juden haben die ganze Zeit sich verteidigt. Sie haben auch eine Organisation gebaut, das nennt sie sich der Verteidigung, Hashomer. Das ist eigentlich der Anfang von den heutigen Militär Israel. Aber sie haben sich die ganze Zeit verteidigt. Verteidigen, ja, du willst verteidigen ein Dorf, dann bist du in Karlsruhe hier. Aber bei Daniel in Zuhause, das ist von hier 4 Kilometer, habe ich richtig? Ja. Wie viel? 12 Kilometer. No, geh, verteidige dort. Na, geh ich dort. Und haben sie sich die ganze Zeit verteidigt. Und dann kam ein Engländer, ein Evangelist, und er hat gesagt, Leute, seid ihr nicht normal? Er hat gehalten den Bibel mit der Geschichte von Gideon. Gideon hat die Midianiter Angst gemacht. Sie müssen von euch Angst haben. Und dann, wenn sie aufhören, eigentlich diese Straßenräuberei. Sein Name war Ort Wingate und er hat die Nachttruppen, das sind bei Nacht in die arabische Dörfer, weil sie waren ganz stolz. Der Mann hat erzählt, wow, ich habe 3 Frauen israelisch vergewaltigt. Er war der Held. Also man kam zu ihm bei Nacht, man hat ihn erwischt. Er konnte mehr niemals eine Frau vergewaltigen mehr. Er war weg. Bedeutet, auf einmal haben sie Angst bekommen. Haben sie verstanden, mit denen soll man nicht anfangen. Jetzt der zweite Problem war auch politisch. Warum politisch? Die ganze ringsherum, die Königin und die ganze Regime ringsherum war noch Mittelalter, Feudalen. Bedeutet eine kleine reiche Schicht oben und alles arme Leute unten. Und das war der König Farouk in Ägypten, das waren die Königin Jordanien, das war in Syrien, war in Libanon. Und auf einmal kommt zu diesem Land eine westdemokratische Richtung. Undenkbar. Was machen sie hier? Sie machen uns ganz kaputt. Und sie haben Angst gehabt, genau wie Russland und der Westen. Wenn sie kommen vorbei und sie haben gesehen, dass diese Juden haben doch den schlimmsten und ärmsten und nicht wertesten Boden gekauft und haben davon jetzt Paradies gebaut. Was denken sie, wenn sie kommen zurück und sie sehen, was bei uns geht? Ein paar reiche Leute und sie haben nichts, was zu fressen. Das, was noch passiert ist, dass von den verschiedenen Ländern, weil auf einmal war Arbeit, war eine Möglichkeit, auch verdienen Geld, besonders bei die jüdische Hilfe, sind von den arabischen Ländern sehr viele Leute reingekommen und haben sich eingesiedelt in die kleinen Dörfer. Das waren manchmal bloß eine Familie. Auf einmal sind noch 4 Familien von draußen gekommen. Unser Nachbardorf bis heute, das ist jetzt ganz groß. Die größte Familie, was ist der Name? Iraki. Von wo sind sie? Irak. Ja, genau wie wir haben Leute, Juden, das nennen sich Frankfurter. Ja, von wo sind sie? Frankfurter. Ja. So, das hat alles diesen ganzen Land erfüllt. Es kam dazu, dass wir haben gesagt, die UNO hat entschlossen, okay, wir verteilen den Land. Ich habe euch auch die Landkarte gezeigt. Und der Ben-Gurion sagt, das ist der Land, das man hat uns gegeben von UNO und das, was wir werden, auch halten. Aber ringsherum hat das alles geräuschelt. Und jetzt war die große Frage, werden wir deklarieren den Land Israel als unser Land? Wissen wir, diese arabischen Länder wollen nicht diese Demokratie haben hier. Und sie werden einen Krieg führen. Jetzt, was sie haben gemacht, die arabischen Länder, sie haben den Land Israel zwischen die Nachbarländer verteilt. Ein Teil war von Ägypten. Ägypten sollte kommen bis nicht weit von Tel Aviv. Jordanien sollte bekommen Jaffa Hafen, weil sie haben keinen Hafen im Mittelmeer. Syrien sollte kommen bis nach Haifa, wer kennt. Und Libanon runter bis Akko. Wen hat man vergessen? Israel. Und wo war Palästinenser? Wurden auch vergessen. Ja, sie sollten bei die ganzen Länder verteilt sein. Und so wie das der Ben-Gurion, und das ist wieder, man muss manchmal
ja, die Stimme Gottes zu hören. Ben-Gurion hat verstanden, Gott wird uns helfen. Und ich weiß nicht, wenn ihr wisst, Ben-Gurion jede Woche einen Nachmittag bis Abend, Ben-Gurion, das keine Kippa hat gehabt, hat Bibelstunde, Bibel studiert mit Rabbis und so weiter. Nicht so sehr bekannt, aber das war Ben-Gurion. Wie sah er ohne Kippa? Auf Gottes Weg hat er gehört. Und er hat gesagt, Gott hat uns jetzt ein Fenster aufgemacht. Wenn wir gehen nicht durch diesen Fenster, total unlogisch. Weil ihr müsst verstehen, in Israel 650.000 Einwohner ohne Waffen, ohne Flugzeug, ohne Panzer, ohne Kanonen. Ja, in die Erde waren ein paar Gewehre. Ringsherum 50 Millionen Araber, voll bewaffnet. Auf Papier, sie mussten, wie sie haben gesagt, verspucken, dann trinken die. Und so fangen sie an, marschieren rein nach Israel. Und ohne Gottes Hilfe hätten wir nicht hier heute gestanden. Halleluja. Vater von Onni, kämpfte in Galiläa auf Zfat. Den man erzählt noch, ja, kann ich erinnern. Gut, ich war 4 Jahre alt. Ich kann mich erinnern, dass die Iraker mit die Jordanier sind Richtung unseren Dorf. Uns Kinder hat man zu einem Tal gebracht. Ich kann mich erinnern, bloß als Kind, großen Gras. Und über uns ist geflogen ein kleiner Flugzeug, das hat Handgranaten auf die Iraker geworfen. Sie sind weggelaufen. Warum, weiß ich bis heute nicht. Die Ägypter, ihre riesige Armee, kam rüber. Revivim habe ich euch erzählt, haben sie nicht angefasst wegen dieser Atombomben, das sie haben gehabt. Sie kamen 40 Kilometer vor Tel Aviv, war nichts. War eine kleine Einheit, war also ein Fluss, haben sie geschossen rüber. Ja, und in diesem Tag haben wir auch die Luftwaffe gehabt. 4 Flugzeuge sind über die Ägypter geflogen. Von da sind 2 gefallen, also 50% Luftwaffe war kaputt. Aber die Ägypter stoppen. 40 Kilometer von Libanon fahren sie runter Richtung Haifa. Nichts konnte sie halten. War dort ein verrückter Mann, hat gesagt, Leute, was, sie kommen runter? Hat er sich mit einem Maschinengewehr über den Konvoi von den Soldaten von Jordanien hingestellt und auf sie geschossen. Ganz Libanon-Armee dreht sich um und läuft weg. Leute, wenn ihr sagt nicht, das ist hier Gottes Hand, dann weiß ich was nicht, was ist Gottes Hand. Und so konnte ich jetzt noch weiter noch erzählen und Geschichten. Der Krieg ist zu Ende. Die Grenzen sind wie, das man hat sie auch uns versprochen. Was passiert hier? Und das ist vielleicht der größte Problem. Oder vielleicht vorher reden wir, dass man macht der Versuche, dass nach diesem Krieg soll ein Frieden zwischen uns und die arabischen Länder, man entschließt einen Frieden, einen Waffenstillstand, das soll zum Frieden führen, was niemals hat getan. Was ja, von Israel fliehen, teilweise alleine, weil man hat ihnen gesagt, Leute, ihr geht jetzt raus und die Juden fliegen weg, dann könnt ihr schöne Häuser in Tel Aviv haben. Ihr geht weg, dann könnt ihr schöne Häuser in Haifa haben. Nebenbei, später haben sie das wieder gedacht. 67 haben sie auch das gedacht. Und so, dass viele arabische Leute sind weg. Teilweise hat man auch geholfen, muss man das auch ehrlich sagen. Und es sind ungefähr vertrieben oder weg von Israel. Die Zahl ist vermutlich 500.000, vielleicht 600.000 Leute. Das waren mal in Israel und das sind die Flüchtlinge. Parallel dazu sind circa 1 Million Juden von die arabischen Länder vertrieben. Von Ägypten, Tunesien, Marokko, Libyen, Irak und so weiter. Sie wurden von dort vertrieben. Aber was wir haben gemacht, genau was ihr habt gemacht, 3 Jahre vorher, von die ganzen Leute von Oberschlesien, von Pommern, Sudetenland, das sind nach Deutschland als Flüchtlinge gekommen. Was habt ihr sie gemacht? Ja, ihr seid, sie sind Deutsche. Ja, heute kein weiß, wer war von Pommern. Oberschlesien. Und so auch die Juden. Keiner wusste, sie sind Juden, sie sind alle gekommen, man hat sie empfangen und sie sind Bürger Israel. Du fragst nicht, bist du von Libyen oder bist du von Irak?
du bist ein Jude, du bist vertrieben von diesen Ländern. Gegenüber die große 50 Millionen arabische Länder haben nicht ein einzigen von diesen Flüchtlingen akzeptiert. Und hat ihr gesagt, ihr seid jetzt eigentlich mit der auf die Koffer zurückkommen zu dem Land, das wir werden erobern. Sie dürfen bis heute, Leute, bis heute nicht arbeiten, keinen Besitz haben, und keine Wahlrechte. Wenn das ist in Jordanien, wenn das ist in Libanon, wenn das ist in Syrien, wenn das ist in Gazastreifen, Ägypten. Sie sind zweitqualitierte Leute. Ich werde dazu noch kommen, bald auf den Libanonkrieg, 82. Dann, wir waren dort nicht neben Beirut, haben wir dort einen Palästinenser stockreich getroffen. Und er war ein Unternehmer von Lastwagen. Er sagt, ich habe Lastwagen, aber ich habe nicht einen Lastwagen auf meinen Namen. Ich darf nicht. Ich arbeite und 50% von was ich verdiene, gebe ich einen Libaneser, das macht nichts, aber kriegt 50% von meinem, weil er ist der Besitzer. Ich darf nicht Besitzer sein. Ich bin ein Palästinenser. Sodass er, das ist die Situation, dass diese Flüchtlinge sitzen auf eigentlich auf den Topf oder mit die Koffer, teilweise mit die Schlüssel, die Häuser, das sie haben mal gehabt, weil sie erwarten, wann komme ich wieder zurück. Ich werde nicht jetzt zu viel über die ganze Kriege, das haben sich entwickelt zwischenzeit in die arabischen Länder, wenn das ist 56, wo der Nasser kam und hat die Suezkanal annektiert und was er damals gemacht hat, geschlossen, was heute die Huten machen, den Weg von Elat runter und dann war, weil die Suezkanal gehörte, die Franzosen und die Engländer, sie haben es gemacht. Sie haben Steuern bezahlt, die Ägypter, aber wenig. Und so hat er annektiert, diese Sache. Die Franzosen und die Engländer haben Suezkanal erobert, wir haben die Halbinsel Sinai aufmachen, den Weg von unserem Roten Meer. Damals war auch vollkommen Idiot der Eisenhower in Amerika und hat gleich alle zurückgezogen. Ja, ihr dürft das nicht. Und so haben die Ägypter nachher mit die Franzosen und Engländer mit entschlossen, okay, wir bezahlen das langsam und der Rote Meer sollte jetzt wieder offen sein. Und die ganze halbe Insel Sinai, 500 Kilometer von der Grenze Israel, sollte jetzt eigentlich sein, ein Land, dass die Ägypter dürfen kein Militär, bloß die UNO darf dort sein. Und das dauerte ungefähr 10 Jahre, weil 1967 der Nasser, das hatte eine große Armee und dachte, es ist genug stark, mit die Syrier, eine große arabische Armee. Und sie haben entschlossen, wir werden jetzt Israel erobern, wieder schließen den Suez, den Roten Meer. Die ganze ägyptische Armee zieht rein in die Sinai, Syrien, die ganze Armee auf die Grenzen. Jordanien war noch nicht drin eigentlich. Und der Nasser steht und sagt, also Rabin war damals der Generalchef, wann, es wird mir gedulden, wenn ich reinmarschiere nach Israel. Und man sitzte, versucht man politisch das zurückzugeben und das ist nicht so sehr gegangen. Nasser hat gelacht und noch Armee, Sachen. Die Syrer schicken Flugzeuge, dass man sie abschießt, wie sie kommen runter, weil wir haben davon gewusst. Und dann am 6. Juni marschiert man rein und dieser berühmte Sechstagekrieg. In diesem Sechstagekrieg, nach 6 Tagen ist die ganze halbe Insel Sinai bei uns, ist der Golanhöhen. Der Hussein, und das hat man ein Telefongespräch zwischen Hussein, der König Jordanien, und Nasser erwischt, wo der Hussein fragt den Nasser, wie geht's? Weil in Radio Kairo war das, dass sie marschieren schon in Tel Aviv. Ja, vielleicht die Schuhe waren, weil sie sind ohne Schuhe weggelaufen. Und der Nasser sagt, ach Hussein, fantastisch, wir sind fast in Tel Aviv, wenn du willst, und ihr könnt euch erinnern vorhin, den versprochenen Land, Jerusalem und Jaffa haben, dann marschier rein. In die weitere Geschichte,
Der Hussein sagt, das war der größte politische Fehler, was ich habe gemacht. Ich habe den Nasser geglaubt. Und dann marschieren sie rein und das ist auch die Westbank. Gleich nach die Westbank, und das muss man auch genau wissen, hat man gleich einen Vorschlag gemacht. Wir geben alles zurück wegen zwei Sachen. Friedenvertrag und erkennen von den arabischen Ländern die Existenz des Staat Israel in ihren Platz, in ihre Grenze. Sie haben sich gesammelt in Khartoum, ja, in Sudan, und dort haben sie die Nein, nicht zum Frieden und nicht zu erkennen den Staat Israel. Weil wir haben total keine Ansprüche auf den Sinai, wir haben total keine Ansprüche auf den Gazastreifen und so weiter. Jetzt, wie schon gesagt, die meisten anständige Leute, aber bei der Erziehung von Mit- und Muttermilch ist die ganze Zeit, Leute, sie haben euch vertrieben. Könnt ihr euch erinnern, den Kuchen von Fatma? Sie haben euch vertrieben. Ihr müsst zurück hinkommen. Und vielleicht ja, noch eine kleine persönliche Geschichte. Ich, ja, wie auch Oni und auch Amir. Sie sind ehrlich. Weil ich bin nicht was Besonderes. Auch Oni und auch der Amir. Wir sind alle in dieselbe Einheit, in den Fallschirmjägerverein gewesen. Das ist nicht was Außergewöhnliches. Aber am Ende des Sechstagekriegs war ich auf die Golanen und ich bin gefahren Richtung Jerusalem und wir kamen durch Jericho und dort sind wir in eine Schule. Und ich weiß nicht Arabisch, aber wir haben ein paar in der Einheit wussten Arabisch und sie haben die Schulbücher geöffnet. Mathematik. 20 Flugzeuge, jeweils 10 Bomben, fliegen über Tel Aviv. 10% sind nicht explodiert. Wie viele Bomben sind explodiert über Tel Aviv? Alle Fragen waren auf diese Richtung. Und so wächst du. So wächst du. Weil der Hass ist von unten, ist von Schule. Nebenbei was vielleicht auch noch, kleine Geschichte, dass wir sind gekommen nach Jerusalem, Klagemauer. Wir standen mit den Autos auf die Ölberg und wir sind gelaufen wie verrückt, anfassend die Klagemauer. Wir haben geweint wie Kinder. Ja, das war für uns. Wir haben sie niemals kennengelernt. Unsere Freunde sind dort gefallen. Aber das war der Sechstagekrieg. Wir kamen zu diesem Überraschungskrieg der 73er. Das hat uns viel Blut gekostet. Und dann kam weiter Krieg, und das ist der berühmte Libanon-Krieg, wo der Arafat, er saß in Ost-Libanon, und von dort hat er Attentäter auf uns geübt, besonders auf Kinder. Schulbusse, Kindergarten, Schulen und so weiter. Und da hat man gesagt, wir müssen ihn zurückschieben. Jetzt, ihr müsst verstehen eine Sache. Sie haben zur Fahne gerufen, alle Bauern, das waren in Ost-Libanon. Wir haben das nachher gefunden. Sie haben bekommen, ich weiß, $50. Dann ist ein Soldat bei Arafat gewesen. Alles, was er musste, ein paar Mal schießen, dass er soll wissen, dass er kann auch schießen, hat ein Gewehr gehabt. Und in seinem Hof hat er Waffen versteckt. Das war die Aufgabe. Jetzt, du bist ein Bauer, du sagst, was ist mir schlecht? Ich kriege $50 pro Monat und ich mache gar nichts. Das ist alles sehr, sehr gut passiert. Und man redet oft auf Trauma, Kriegstrauma. Dass jeder ein Bild, das er wird niemals von seinen Augen vergessen. Wieder auch Amir, auch Oni, jeder von uns, er hat sein Paket auf den Rücken. Und ich war sehr viele, alle Kriege, aber sehr viele Kriege, das ihr wisst gar nicht, ja, dass sie waren. Und sie waren viel gefährlicher, was die Kriege, ich will jetzt nicht, ich bin kein Held, also vergessen davon, ich bin kein Held. Ja. Wir sind, drei Helden sind wir. Also Israelis, nichts was anderes. Israelis, das ist unser Schicksal.
So sind wir und selbstverständlich, das ist unser Schicksal. Der einzige Krieg, das habe eine Trauma, dass dieser Bild niemals von meinen Augen weggeht, ist der Libanon-Krieg. Das ist der einzige Krieg, wo ich habe nicht eine Minute Angst auf meinem Leben gehabt. Und trotzdem, die Bilder können mir nicht weglaufen. Weil dort habe ich den ersten Mal erlebt, was heute meine Kinder, weil heute, wer ist im Militär, sind meine Kinder, erleben in Gazastreifen. Zwei Sachen, ich will das kurz versuchen zu erzählen, weil sonst bleibt ihr hier bis morgen. Und um 10 Uhr morgen muss die Kirche wieder auf sein, habe ich gehört. Zwei Geschichten. Wir waren in einer Aktion und ich habe Raketen geschossen. Also Raketen mit kannst du sie zielen. Sie haben einen Licht hinten und du kannst sie zielen auf Panzer, auf Autos, auf Häuser. Das sind solche russische Raketen. Und du navigierst das, also wie ein Pilot. Und unsere Einheit war unten und auf einmal der Kommandant von dieser Einheit sagt mir, Danny, wir kriegen sehr schwere Schüsse von zwei Maschinengewehr, das von oben schießen auf uns und wir können gar nicht vorwärts. Schieß sie ab, du siehst, wo sie schießen. Sag ich, ja, ich sehe, wo sie schießen, aber ich kann nichts dagegen machen. Sagt er, warum? Weil war ein Haus, zwei Fenster, von dort haben sie geschossen. Vor die Fenster, unter die Fenster, haben sie hingestellt, die ganze Frauen, Kinder, Familie. Bedeutet, wenn ich schieße, vielleicht die zwei gehen kaputt, aber auch, wer weiß, wie viel dort gehen kaputt. Und da habe ich ihm gesagt, kommt, ich will euch lotsen. In diesem Fall war das möglich, durch andere Straßen, dass ihr sollt umkreisen diesen Haus und sie werden verstehen, dass sie haben die Möglichkeit wegzulaufen, vielleicht laufen sie weg. Und das, was ist auch passiert. Aber das war noch gar nichts. Wir haben uns hingestellt, ungefähr 2,5 Kilometer. Hier waren die ganze Väter von diesem Dorf, dass wir waren darüber. Die Frauen waren da. Die Felder, normal, das war doch nicht bis dahin Krieg, waren die Felder und die Frauen jeden Tag mit den Traktors. Ja, sie haben so 4, 5 Frauen auf dem Traktor gehangen und sie sind gegangen arbeiten. Und diese Leute haben entschlossen, wir opfern ein paar Frauen, um schaden die israelische Armee. Was haben sie gemacht? Sie haben Minen hingestellt auf die Straßen mit dem Ziel, dass die Frauen auf diesen Traktor in die Luft gehen. Ringsherum haben sie ganz kleine Minen, das sind Fußminen, dass wenn du drehst, geht dein Fuß weg. Und sie wussten, dass wenn diese Frauen jetzt in die Luft gehen, israelische Sanitäten, wenn laufen, helfen. Und dann, wenn sie auf diese kleine Minen rauf und sie werden die Füße verlieren. Also ich opfer ein paar Frauen, Hauptsache die Israelis werden verletzt. Die Frauen haben verpasst diese Minen. Sie sind nicht auf diese Minen rauf. Und ich sitze oben, ich sehe, die Frauen arbeiten, 12 Uhr Mittag, die Kinder sind fertig, Schule, und sie gehen, die Frauen helfen. Ein Lastwagen voll mit Kindern. Und ihr könnt euch das verstehen, sie stehen so, die Kinder. Fahrt zu den Müttern und geht auf diese Minen. Einen riesigen Knall, du siehst, wie es fliegt alles rauf, Teile von Menschen, Teile von Kindern und zerstreuen sich ringsherum den Auto. Wer läuft gleich hin, bevor das unsere Sanitäter können sich bewegen? Die Frauen, ihre Kinder. Und wer geht auf diese Minen rauf? Die Frauen. Und ich sehe, wie sie fliegen dort mit den Füßen. Und ich schreie, unsere Sanitäter, Leute, geht nicht ran. Man muss langsam, langsam das zu suchen. Diesen Bild kann ich niemals vergessen. Das ist meine Trauma von Krieg. Jetzt, wir kommen zu diesen Tage, wo wir haben zurückgegeben Gazastreifen bis zum letzten Schritt mit dem Ziel, dass sie soll dort ein Paradies bauen. Kann dort ein Paradies bauen, herrlichen Strand, herrliche Umgebung, eigentlich ein herrliches Leben. Und anstatt, dass sie soll diesen herrlichen Leben führen, ziehen sie Gelder
von Katar, von wo es wird nicht sein, wo auf jeden Groschen, das sie kriegen von Katar und andere Plätze, inklusive Deutschland, nehmen sie Prozente, wo heute Teil von ihnen sind Milliardären, das Leben in Katar. Und die anderen leben wie Hunde. Aber unser Ziel ist, Schlüssel, nach Israel zu kommen, um Israel zu bekämpfen. Ja, wir dachten, und das war der politische Fehler, ich wurde hier gefragt, wegen die Feinde lieben. Also wir haben keinen Hass, wir haben auch keinen Wunsch, etwas schlechter zu machen, umgekehrt. Was wir wollen, dass es soll ihnen gut gehen. Und wir dachten, es wird ihnen gut gehen, dann werden sie nichts anders denken. Das war der Fehler. Weil dieser Gutgehen war vorbereiten, alles zu einer Schlacht. Und dann sind sie rübergekommen und leider, wie gesagt, mit die brutalste Art, das es gibt. Nicht menschliche. Ich muss hier nicht erzählen, ich will hier nicht jetzt, sicher habt ihr das mitbekommen. Man hat sicher nicht die ganzen Bilder gezeigt. Und zwei Sachen, das ich will erzählen. Kann sogar sein, bei mir Tränen auch fallen. Ich immer nehme die Geschichte David und Saul. Das ist total von Leuten, das nicht wie wir drei waren im Krieg, ist falsch interpretiert, weil bei dem Trauerlied, das kommt in dem zweiten Buch Samuel, von David auf den Tod von seinem Freund Jonathan, beweint er und er sagt, die Liebe an dich war größer als eine Liebe zu Frauen. Oh, die Idioten sagen, er war ein Homosexuell. Das ist die doofste Sache, dass man kann sagen. Warum? Weil bloß wenn jemand wie ich in eine kleine Einheit von 15 Leute 30 Jahre ein mit dem zweiten, genau wie David und Jonathan, Schulter zu Schulter gekämpft haben, versteht man, welche Liebe ist zwischen uns 15 passiert. Ich habe Daniel und sie sollte mal gesagt, wenn jetzt in die Mitte der Gruppe kriege ich ein Telefon, jemand ist in Not, musst ihr wissen, ich gehe. Sind Sachen höher, passiert andere Sache. Einer von unserer Einheit ist jetzt in Gefangenschaft in Gaza. Jede Nacht, 1-2 Stunden kann ich nicht schlafen. Ich bin die ganze Zeit wach. Ich denke die ganze Zeit, was macht mein Freund Odet? Das war ohnmächtig und verletzt, wie man hat ihn geschleppt nach Gaza und ist jetzt über 100 Tage dort. Das kann man vielleicht verstehen. Das ist es. Das ist die Situation. Wir haben zu tun nicht mit gewöhnlichen Leuten. Die meisten Muslime, habe ich gesagt, sind anständige Leute. Sie kämpfen von Häusern, sie kämpfen von Schulen, sie kämpfen von zwischen die Familien, hoffen, dass wir wenn was mehr tot machen, weil das ist bessere Reklame. Und die Idioten schreien, ihr macht ein Land kaputt. Wo man hat gesagt, geht raus von dort, dann haben sie gegeben. Man bringt ihnen Essen, räubern das die Hamas-Leute. Das ist der Bild, das ist die Situation. Und ich denke, das ist genug. Man kann noch viel mehr erzählen, aber ich denke, das ist genug. Danke. Vielen Dank, Dani. Dani, komm noch her. Also, ich denke, näher geht's fast nimmer in Deutschland, so mal dran zu kommen und mal Dinge zu hören, die man vielleicht in bruchstückigen Geschichtsbüchern liest, aber so aus mit dabei gewesen zu sein und mit an vorderster Front, ich glaube, das hat uns alle berührt, oder? Das wirklich. Ich habe Thomas gebeten, dir jetzt noch schwierige Fragen zu stellen. Spaß. Thomas, bitte.
Ja, einige haben einfach diese Möglichkeit genutzt. Aber auch von meiner Seite, Dani, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ihr habt ja alle auf den Stühlen auch dieses Prospekt oder dieses Faltblatt. Und vieles davon hat Dani heute einfach auch aus ganz persönlicher Sicht geschildert. Und manche Frage, das spürt man, glaube ich, auch, lässt sich gar nicht aus der Distanz so wirklich übersetzen, würde ich sagen. Wir sehen hier aus unserer Entfernung die Dinge, manchmal eben durch den Fernseher. Und dann aber, wenn man dort ist, ist die Realität irgendwie anders. Jemand schreibt hier so, du hast es ja auch gesagt, aber ich greife nochmal so diese Frage auf, woher kommt der große Hass auf die jüdische Bevölkerung? Ja, das habe ich denke, gut erklärt. Das ganz einfach, es wurde von Muttermilch, ja. Weil ihr müsst zurück und sie kriegen nichts. Also die 50 Millionen Araber konnten nicht diesen 500.000 empfangen, wo die 650 Juden haben 1 Million ja empfangen. Und Deutschland dieselbe Sache. Also. Und wenn du von Muttermilch die ganze Zeit bist getroffenweise, kriegst du diesen Hass. Und das ist eigentlich, wo es steht. Ja, und das ist ja auch tatsächlich eine ganz spannende Sache, die du immer wieder auch berichtest. Auch wo du auch heute berichtet hast, wie jüdische Sanitäter helfen und auf der anderen Seite, wie ein Hass da ist. Und dann schreibt jemand so, tolle, berührende Veranstaltung. Mir fehlt noch, wie Jesus sagte, liebt eure Feinde. Das ist eine Herausforderung. Nein, nein, das ist gar nicht. Wie gesagt, wir hassen nicht Muslime. Das sind offiziell unsere Feinde. Ja, wenn ich gehe, mein Nachbardorf, es ist ein arabisches Dorf, wir sind dort wie Brüder. Ich immer, gut, das will ich jetzt nicht erzählen, bei einem ersten Buch, das ich habe geschrieben, erzähle ich meine Oma, wie sie hat den Araber, das kam zu uns, hat sie ihn verteidigt, ja, weil alles, was ein ja, Krimineller wollte arbeiten und damals haben sie keine Arbeitsgenehmigung gehabt und sie hat die Polizei rausgeschmissen von unserem Haus, hat gesagt, alles, was er Verbrechen hat, dass er will seine Familie ernähren, Araber. Und so hat er die Polizisten damals, das kam in den Schleppen, weggeschmissen. Und ich war dabei als Kind von 5, 6 Jahre alt. Ich habe gesehen, meine Oma, wie gesagt, unmöglich, der Mann hat nichts gemacht. Das ist ein Muslime, er will seine Familie ernähren. Er ist ein Mensch und ich denke, dass auch der Jesus sagt das. Er ist ein Mensch, dann ist er ein Mensch. Ist er jetzt schon glaubender Christ oder nicht? Bei Jesus ist er gleich. Ich denke, sehr schön, wenn wir reden auf Griechenland, bei den Korinthen, bei dem Brief zu den Korinthen, wo der Paulus sagt, die niedeste Frauen, das sind in Korinthus, das waren Frauen von einem Kloster, das man hat sie verpflichtet, als Huren arbeiten. Und er hat gesagt, ihr seid wertvoll wie der König. Und das ist auch, was ich denke, ist der Höhepunkt zu verstehen. Ja, und das ist, ich gehe zum Nachbardorf, arabischen Dorf. Ich habe studiert mit Araber. Meine Tochter hat gesessen auf ihren Schultern, wo wir haben zusammen gelernt. Es ist kein Hass. Ja. Ja, jemand schreibt so, welche Art von Unterstützung, außer so finanzieller, benötigt die israelische Bevölkerung am meisten? Ja, gut, das ist ja auch etwas, das ja, ich denke, das ist Resultat. Niemals war unser Volk so sehr eins. Mindestens der meiste Volk, muss man sagen. Wir haben ja auch bei uns diese Verrückten, haben sie genug. Niemals war unser Volk so sehr stark zusammen mit Hilfe, wie das unser Volk heute. Vielleicht persönliche 2 oder 3 Vergleiche. Eine Freundin von meiner Tochter, sie ist von diesem Kibbutz, sie ist geschieden, hat geheiratet, ein Mann, sein Kind wurde ermordet
Und der, meine Tochter, sie wollte verlassen ihre Klinik und woanders. Sie müsste das wegen Beamten. Und auf einmal zwei Familien suchen ein Haus. In 3 Tagen haben wir diese Klinik zu einem Wohnhaus und sie wohnen bis heute dort. Weil sie haben, ihr Haus ist total nicht da mehr. Ja. Wir selbst, ich habe auch Bilder geschickt, wie wir gehen und volontieren in verschiedene Parkhäuser und was man kann. Ich wollte, weil ich bin ein Bauer und ich habe Freunde dort, wollte Kuhstall arbeiten, weil die Kühe ja jetzt sind verloren. Und ich habe einen Freund, der ist Direktor von Kuhstall, der hat gesagt, Dani, du hast keinen Platz, weil so viele Volontäre kamen uns helfen. Ja, was ist kein Platz. Und dann auf einmal kam eine Annonce, ja, man hat gebaut Duschen, dass du sollst mit dem Auto tragen und zu den Soldaten, dass sie können duschen. Habe ich mich gleich, habe einen Jeep, habe gesagt, ah, sehr schön, ich kann fahren, nach wo ihr wollt. Haben sie mir geschrieben, ja, Dani, es sind schon 60 vor dich, haben schon aufgeschrieben. Wenn du willst 61 sein, kannst du dich aufschreiben. Leute, das ist der Zeichen. Das ist der Zeichen. Man kann helfen. Erstmal beten. Leute, beten. Zweitens, wenn man will, sind Möglichkeiten. Komm nach Israel. Wir leben normal heute in Israel, ja. Grenze, das. Aber es sind so viele Sachen, dass man kann machen, volontieren, dass man kann eigentlich einen Platz finden. Ich denke gerade auch nochmal zu dieser Frage, was wir was zu dieser Frage vielleicht auch gerade jetzt mal für uns hier ein Thema ist. Wir machen ja auch diese Veranstaltung hier. Solidarität, das klingt oft auch mal so durch die Reihen und was eigentlich auch ein wichtiger Punkt sein könnte, einfach auch mal ein Stück die Wahrheit sagen. Also, dass auch das ein Beitrag ist, denn in der Tat, es gibt, wie du es beschreibst, mit dem Baum, die Geschichte, mit dem Kuchen, man hört das und redet weiter, aber an dieser Stelle auch ein Stück weit, ich glaube, dazu kann auch dieser Nachmittag beitragen, ein Stück die wirkliche Geschichte zu erzählen, oder? Ja, genau, das, man muss die Wahrheit wissen. Und wer das, man muss bloß Wikipedia aufmachen. Ich erzähle ja nicht etwas, das ihr könnt nicht finden, in jede Enzyklopädie. Habe ich nicht etwas erzählt, das man kennt, nicht Briefen. Alles ist da, die Taten und so weiter und so fort. Vielleicht eine Sache, und das ist, ich hoffe gut, in Missionswerk muss man das nicht zweimal sagen, dass sicher, wir sind jetzt ökonomisch schwierig. Ja, die Firma von Amiel, das haltet x Leute, keine Einkommen. Und ich hoffe, dass es wird ja wieder sein. Wir haben einen Teil unserer Firma haben wir auch in Griechenland und wir wollen Leute bringen auf die Spuren Paulus in Griechenland. Eine herrliche Tour, das ich habe sie jetzt mitgemacht, mit unserer Befassung, nicht die griechische. Weil sie wollen euch zeigen, nochmal, ja, Delphi, nochmal, ja, Agamemnon und nochmal Akropolis und nochmal. Das ist für uns uninteressant. Das kann einmal sein. Aber uns ist interessant, weil Paulus war derjenige, das eigentlich den Christentum ursprach. Jesus hat den Fundament gebaut. Paulus war der, das in die Heiden gegangen ist, Schläge bekommen, fast ertrunken und, aber die Fahne gehalten, euch. Wie soll man Christen hier in Deutschland sein und das war in Griechenland. Dass ich hoffe, dass wir werden das auch möglich machen mit Missionswerk. Und sicher jetzt im September, ich werde mich freuen, euch wieder durch mein Land plagen. Und immer bin ich happy, wenn ihr abends seid kaputt, dann sage ich, habe ich gute Arbeit gemacht. Ihr schon Daniel und Isolde. Dankeschön. Ja, Daniel, ganz herzlichen Dank. Also, das sind noch einige Fragen, wir können nicht auf alle eingehen, aber es sind auch einige sehr speziell, wir sind sie vorhin kurz durchgegangen, die dann vielleicht auch nochmal, wo ihr persönlich nochmal nachfassen könnt. Aber vielleicht, einer schreibt hier so etwas, auf welcher Grundlage wurde vergeben von Gott im Alten Testament? Ich möchte das vielleicht noch ergänzen und sagen,
Du sagst auch, wir hassen nicht. Und das spürt man. Und das ist aber nicht einfach. Bei all den Auseinandersetzungen, den Spannungen, vielleicht willst du doch dazu noch was sagen. Denn erstmal ja. Gott ist Gott die Liebe. Ja. Und er ist Gott der Hass. Ja. Gegenüber. Nur eine kleine Episode, dass ihr sollt verstehen, die Differenzen. Wir waren im Sechstagekrieg, 67, Golan hin. Wir waren auf die Golan hin und wir kamen, ich habe gefangen, einen syrischen Offizier, war etwas verletzt, nicht schlimm, mit seinem Diener. Und ich habe ihn gebracht und bei uns, auch Amir und Oni, wenn erzählen, immer Kaffee, ja, Amir? Kaffee. Also man sitzt, man hat nicht was viel zu tun, Kaffee. Ich komme mit diesen zwei Leute und sage, Leute, noch ein paar Tassen Kaffee, ich habe Gäste von Syrien. Also haben wir zwei Gefangene von Syrien. Und dieser Offizier, er sitzt die ganze Zeit spannend und er sagt, Kaffee und so. Und dann fragt er, wann schlagt ihr mich? Für was? Warum? Ja, ihr wollt von mir Informationen, sage ich. Welche Information? Wir haben dich erobert, es ist fertig, der Krieg ist zu Ende, für was sollen wir dich schlagen? Ja, wenn ihr hättet in meine Hände gefallen, hätte ich euch sicher, ja, gut geschlagen, sage ich, Gott sei Dank, ist das umgekehrt. Zu verstehen, den Kopf. Warum? Ich habe ihm auch gesagt, wenn man Schlag hat, tut mir auch weh in die Hand, wenn ich schlage. Für was? Für was? Was gibt es? Ja. Und dadurch provoziert, ich war ein Kanonenoffizier, ich habe auf die Siedlung Israel geschossen. Ja, Gott sei Dank, jetzt kannst du es mir nicht machen, haben wir ihm gesagt. Es ist eine andere Mentalität, andere Befassung. Für was? Ganz herzlichen Dank, Dani. Ich denke, wir können das nochmal zum Ausdruck bringen. Jawohl, vielen Dank für deine Worte. Danke für diese Sache. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Ich habe gerade ein Bild gesucht, habe es gefunden, aber jetzt keine Zeit mehr zum Kopieren. Wir haben auch unterstützt, da hat auf einem Pickup ein Kubikmeter Wasser, ein Anhänger mit 8 Waschmaschinen und einem Stromgenerator. Und so sind die in den ersten Tagen, wo überall gar nichts mehr ging, sind die durchgefahren, dass die Leute waschen konnten. Wisst ihr, ihre eigene verstaubte Sachen, verblutete Sachen waschen konnten. Thomas sucht es auch, wir hatten das, aber ich glaube, das ist drüben auf dem Rechner. Ja, also das sieht urig aus. Sowas kann auch nur Israelis einfallen. Mit 8 Waschmaschinen durch die Wüste zu fahren und dass die Leute waschen können. In Deutschland bräuchte man da 10 Jahre, bis genehmigt wird. Ja, 2 Dinge möchte ich noch anfügen. Was kann man für Israel tun? Beten ist das Allerwichtigste, aber dann Botschafter zu sein. Ein reeller Botschafter, nicht die Medien wiederholen und es weitergeben. Ich sage nicht, alles ist falsch, was die Medien sagen, aber da komme ich jetzt aber auch auf Punkt 2, was ich noch sagen möchte. Ist der Kuchen von Fatma, den es nicht gab, den gibt es auch in unseren Medien. Ein Programm fängt an, irgendwas zu sagen und das nächste sagt's wieder und das nächste sagt's wieder und du bekommst Post, du bekommst noch in christlichen News und überall bekommst du das Gleiche gesagt. Du glaubst genauso, dass es den Kuchen gibt, den es nicht gibt. Und ihr Lieben, da sind wir nicht auf einer anderen Welt, wo wir sagen, weil wir Christen sind, ist das für uns tabu. Ich glaube, so wie wir heute, nicht nur wegen Israel, so wie wir heute auf die Medien achten müssen, war es noch nie da.
Du warst noch nie da. Dann gibt's ja die alternativen Medien, wo manche dann in ihrem Favoriten drin haben und du siehst nur alles anders. Aber alles anders ist manchmal auch verkehrt. Das heißt, ihr Lieben, wir brauchen wirklich göttliche Weisheit und wir dürfen um Weisheit bitten. Wir dürfen um Weisheit bitten und brüll nicht immer alles raus, was du kurzfristig hörst. Es ist manches erschütternd, manches ist auch fake. Ich habe eine Sache bekommen, gleich am Anfang von Gaza, eine Sache bekommen, ein israelischer Hubschrauber ist abgeschossen worden von Gaza, Leute. Was glaubt ihr, wie die muslimische Welt da gejubelt hat? Später habe ich von Fachleuten gehört, das ist von einem Computerspiel ein Bild gewesen. Ja, aber so kommen Sachen bis in die seriösen Medien, kommen Sachen rein. Ich möchte nicht auf die Medien schimpfen, aber ich glaube, ihr wisst alles, was ich meine, dass wir wieder wirklich mehr prüfen und sagen, wow, das ist aber schlimm, aber ich muss gegenchecken. Und wir haben letzt ein Interview auch im Fernsehen gehört, da haben sie Leute auf der Straße interviewt. Was glauben Sie alles, was in Social Media gepostet wird? Die meisten haben gesagt, ja, ja, wir glauben's, aber wir wissen, dass es nicht stimmt. Und Leben, wir lachen drüber, aber müssen gleichzeitig auch in unser eigenes Gesicht schauen und sagen, sind wir nicht auch dabei, ein Stück weit. Weil wir kriegen von überall, kriegen wir Dinge her und Dinge, die uns interessieren. Und ihr wisst ja, das ganze Internet funktioniert. Es ist genau das, was dich interessiert, bekommst du sehr viel Material davon. Das kann man ja alles arrangieren. Das ist, ja, ich möchte jetzt nicht zu arg ausbreiten, aber was ich sagen möchte ist, prüfe, 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 prüfe. Und hau erst was raus, wenn es so ist, wenn du weißt, das ist so. Und wisst ihr, mit Beten ist das Beste getan. Und jetzt ohne Werbung machen zu wollen für unsere Reise, aber viele, die mit uns verreist sind, im Flughafen sahen sie, meine Kinder sagen, du bist verrückt, nach Israel zu reisen. Wie kann man nur, fahr doch nach Mallorca oder irgendwo anders hin. Ihr Lieben, es gibt viele schönere Plätze auf der Erde. Aber es gibt nur ein Israel mit einer Atmosphäre, die es nirgends gibt. Und die du hauptsächlich als Touristen spürst. Also ich habe auch schon Alltagsleben in Israel verspürt, das ist sehr rau, das ist sehr fordernd, das aber als Tourist. Und ihr Lieben, die Leute, die von einer Reise zurückkommen, reden über Israel anders. Weil sie nicht überall das Klischee sehen und in jeder Ecke steht ein Panzer und so. Mein, im Moment sieht es bestimmt anders aus, wie wenn wir reisen. Aber das ist wirklich das, was du für Israel tun kannst. Drum ist auch so eine Reise zu machen wirklich auch was, was du für Israel tun kannst. Du musst da nicht sagen, Daniel hat gesagt oder Dani hat gesagt, dem glaube ich, sondern ich habe selber gesehen. Ich habe es selber erlebt. Das ist was ganz anderes, ihr Lieben. Das ist, wenn du zum Gericht als Zeuge geladen wirst, vielleicht wegen einem Unfall oder so, wo sie dich laden und der Richter fragt, haben Sie das gesehen? Nee, Daniel hat es gesagt. Was ist das dann für ein Zeugnis? Das ist, ja, kann sein, kann nicht sein. Das, was du aber gesehen hast, und wenn dann dein Mann oder deine Frau oder dein Nachbar sagt, das glaube ich dir nicht, dann kannst du die Klappe halten und sagen, ich weiß es, aber dass es anders ist. Und ich denke, das ist das, was wir für Israel tun können und da wirklich an die Seite stehen. Und mir ist das auch, ich habe mit dem Pastor von Karlsruhe, wir haben ja gute Kontakte zu den meisten, ja, gleich nach dem Gaza-Ding, dann waren viele Demos auch in Karlsruhe. Und dann sagt er auch, er versteht nicht, Karlsruhe
Akademiker, Karlsruher Studenten, die wirklich intelligent sind, gehen auf die Straße und glauben das, was die Hamas sagt. Und da kommt wieder Fatma Kuchen ins Spiel. Immer wieder und immer wieder. Und die Propaganda, die die machen, da sind sie Weltmeister. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns auf unserer Seite nicht auch in das einklinken. Wir können nämlich auch fanatisch auf unserer Seite sein, was auch nichts bringt. Und lasst uns da wirklich in die Realität schauen. Und nochmal danke an euch alle, dass ihr durchgehalten habt heute. Dani, dass du gekommen bist und hast sie alle mitgebracht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Kommt gut nach Hause und wir wünschen euch wirklich, dass wieder Geschäft losgeht. Danke sehr. Ich möchte zwei Sachen sagen. Einmal, wenn Sie nach Israel kommen und kommen zurück, Sie kennen von den 12 von Joshua, Meraglim. Spionen. In der Geschichte von Joshua Binun, 12 sind gekommen, das Land zu checken. 10 kommen mit schrecklichen Geschichten und 2 haben die Realität. Yeshua ben Nun und Kaleb ben Jefune. Wenn sie kommen und kommen zurück, sie sind die 2, nicht die 10. Okay? Und die zweite Sache ist unsere Versprechen zum Missionswerk, zu Isolde, Daniel und diese Liebe zu Israel. In Englisch, ich sage das, you will never be the same when you come back from the Holy Land Israel. Ja. See you in September. Jawohl. Vielen, vielen Dank. Kommen Sie mit dem Missionswerk Karlsruhe ins Heilige Land. Die 10-tägige Rundreise führt uns auf die Spuren Jesu. Erleben Sie die Orte der Bibel durch die jahrelange Erfahrung von Daniel und Isolde Müller mit einer neuen Perspektive. Ansprechende Hotels, erfahrene Reiseleiter, ein ausgewogenes Programm und die geistlichen Impulse machen diese Reise zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Alle Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf missionswerk.de/reisen.